den Tagesordnungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat für die heutige Befragung den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herrn Dr. Robert Habeck, sowie die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Frau Clara Geiwitz, benannt, die nun nacheinander die Gelegenheit haben, ihre einleitenden Berichte abzugeben. Das Wort hat zuerst der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Herr Dr. Robert Habeck. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich muss mich erstmal hier. Gestern sind zwei Ereignisse zusammengekommen, die, meine ich, in einem Zusammenhang stehen. Wir haben die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen abgeschlossen und die Europäische Union, in diesem Fall die Kommission, hat ihre Wirtschaftssicherheitsstrategie veröffentlicht. Die beiden Dinge stehen deswegen miteinander im Zusammenhang, weil wir natürlich wirtschaftspolitisch einerseits die Aufgabe haben, die deutsche Wirtschaft nach den beiden noch nicht überstandenen, aber jedenfalls was die Energiekrise angeht, handhabbar gemachten Krisen, Corona, denke ich, haben wir überstanden, Krisen wieder auf Fahrt zu bringen. Die Investitionsschwäche, die durch die höheren Zinssätze und eine schwächere Binnennachfrage auch noch immer einem instabilen Exportumfeld entsteht, zu überwinden. Gleichzeitig allerdings nicht zu verkennen, dass Wirtschaftspolitik nicht nur Wachstum und Wohlstand schaffen und bringen soll, sondern eben in dem geopolitischen Umfeld, in dem wir uns bewegen, auch immer ein Aspekt von Sicherheit bedeutet, Wirtschaftssicherheit. Das heißt, wenn wir die Lehren aus den letzten Jahren richtig ziehen, dann haben wir ein hohes Interesse, sowohl die sogenannten neuen, grünen oder sauberen Technologien hier in Deutschland, in Europa anzusiedeln und gleichzeitig zu sehen, dass wir die beispielsweise energieintensiven Industrien transformieren. Wir werden ohne Frage in 10 oder 20 Jahren grünen Stahl haben. Die Frage ist, produzieren wir ihn auch in Deutschland oder importieren wir ihn? Damit verbunden die Frage, haben wir die Kenntnisse über Maschinenbau, über die Techniken, die dorthin führen? Und das gilt natürlich erst recht für Halbleiter, für die erneuerbaren Energien, für Elektrolyseure und so weiter und so fort. Vor diesem Hintergrund passt es gut, dass die Bundesregierung ihre Investitionsmöglichkeiten dahingehend ausgerichtet hat. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, beides zusammenzudenken. Viele Ausgaben, milliardenschwere Ausgaben, die wir tätigen, dienen eben auch dem Ziel, Europa und Deutschland in Europa resilienter und souveräner zu machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort für den zweiten einleitenden Bericht hat nun die Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Clara Geiwitz. Ja, ich denke, zu der ganzen Frage GEG und Wärmeplanung wird es noch sehr viele Fragen von Ihnen geben. Deswegen ein paar Worte zu anderen Themen. Es wird gerade viel diskutiert über die Sektorziele im Gebäudebereich. Und wir wollen den Blick weiten und noch weitere Potenziale erschließen für CO2-Reduzierung im Gebäudebereich. Und deswegen ist es gut, dass Cem Özdemir und ich heute im Kabinett eine gemeinsame Holzbaustrategie vorlegen könnten. Denn gerade Holz als CO2-Speicher ist ganz gut geeignet, um die CO2-Bilanz des Gebäudebereiches zu verbessern, zum einen, und natürlich auch, um seriell und modular zu bauen. Das ist eine große Hoffnung für die Ausweitung der Kapazitäten im Wohnungsbau, aber natürlich auch, um schnell und preiswert zu bauen. Deswegen werden wir selbst auch eine Geschäftsstelle einrichten für modulares und serielles Bauen, um deutschlandweit die Bedingungen für diese Bauart zu verbessern. Das ist das eine. Und das andere ist, ich freue mich sehr, dass ich dem Haushalts- und dem Bauausschuss zuleiten konnte, ein Konzept aus meinem Haus mit unterschiedlichen Varianten zur Wohngemeinnützigkeit, und bin sehr, sehr interessiert am parlamentarischen Feedback für die Weiterentwicklung dieses wichtigen Elements, um preiswertes Wohnen in Deutschland zu etablieren. Das gab es über Jahrzehnte, und mein Wunsch ist, dass wir es wieder schaffen. Ich darf mich beim Parlament bedanken für Geld. Einmal 400 Millionen für die Sanierung von Jugend-, Kultur- und Sporteinrichtungen. Das Programm ist jetzt für die Kommunen zur Bewerbung eröffnet. Und 200 Millionen zusätzlich für die Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel. Hier haben wir die Anwendungsmöglichkeit erweitert, das wichtige Thema Hitze adressiert. Das heißt, auch Investitionen in Hitzeaktionspläne können über dieses Programm finanziert werden. Und ich würde mich freuen, wenn Sie die Gelegenheit nehmen und auch in Ihren Wahlkreisen heftig Werbung machen für diese zusätzlichen Investitionen des Bundes in die so wichtige kommunale Infrastruktur. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich muss Sie leider kurz darauf hinweisen, dass Sie mich begrüßen
sollten als sitzungsleitende Präsidentin. Es galt für den Kanzler, das gilt auch für die Regierungsmitglieder weiterhin. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zunächst zu den Fragen zu den beiden Berichten und zu dem Geschäftsbereich der anwesenden Mitglieder der Bundesregierung. Und ich will auch alle jetzt schon mal wieder darauf hinweisen, bitte sowohl bei der Frage als auch bei der Antwort auf die Zeiten zu achten, sodass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen auch ihre Fragen stellen können und ich Ihnen auch nicht ins Wort sprechen muss. Das mache ich ungerne. Und wir beginnen mit dem Kollegen aus der CDU-CSU-Fraktion, Hans-Jörg Durz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, nach der Affäre Greichen gibt es weitere Medienberichte zu Interessenskonflikten in Ihrem Hause, aktuell bei Staatssekretär Philipp. Bei der öffentlichen Befragung hat er nicht ganz die Wahrheit auf den Tisch gelegt, er hat einiges verschwiegen. Das Wirtschaftsministerium musste eingestehen, dass Firmen aus dem Portfolio von First Momentum Ventures, an denen Ihr Staatssekretär privat beteiligt ist, in der Summe 600.000 Euro Fördergelder aus Ihrem Ministerium erhalten haben. Heute stand er trotz Zusage im Wirtschaftsausschuss nicht zur Verfügung, um dort Rede und Antwort zu stehen. 600.000 Euro Fördergelder in Unternehmen eines Fonds mit einer sehr begrenzten Anzahl an Unternehmen, sehen Sie keinen Interessenkonflikt darin? Und wenn nicht, warum? Herr Minister. Vielen Dank für die Frage. Wie im Ausschuss ausgeführt, gelten die Regeln der Bundesregierung für Minister, für Staatssekretäre insgesamt. Demnach ist es erlaubt, ich würde sogar sagen politisch ratsam, auch Fonds zu haben. Und Anteile in den Fonds stehen nicht in einem Widerspruch mit den Compliance-Regeln der Bundesregierung. Ich bin sehr dafür und auch sehr bereit, das habe ich ja im Ausschuss nun öffentlich gesagt, ich wiederhole es, die Regeln zu verschärfen. Es ist kein Problem für mich, wenn alle Mitglieder der Bundesregierung, alle Staatssekretäre, vielleicht auch ehemalige Ministerinnen oder Minister oder Staatssekretäre gehalten werden, ihre privaten Altersvorsorgen, ihre Fondsanteile öffentlich zu machen, sodass sich die Öffentlichkeit ein Bild bilden kann. Allerdings eine Einzelbehaftung von Staatssekretär Philipp in diesem Fall lehne ich ab. Das ist alles aufgeklärt. Vielen Dank. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Aber bei dem Fonds, an dem Staatssekretär Philipp beteiligt ist, geht es ja nicht um einen Fonds wie MSCI World, wo über 1500 Firmen beteiligt sind, sondern um einen Fonds, der nur in sehr wenige Unternehmen investiert und der auch noch bei den jeweiligen Unternehmen eben Förderung aus Ihrem Haus erhalten hat. Können Sie nachvollziehen, dass Menschen darin einen Interessenskonflikt sehen? Wie ich eben schon ausgeführt habe, gelten die Regeln für Fonds. Es ist nicht weiter spezifiziert. Und wie ich eben gesagt habe, ich bin gerne bereit, mehr Transparenz walten zu lassen. Noch einmal, dass alle Regierungsmitglieder, alle Ministerinnen, alle Minister, alle Staatssekretäre und ich würde raten, auch alle ehemaligen Ministerinnen und Minister ihre Vermögensverhältnisse offenlegen, ihre Fonds offenlegen, können wir von mir aus sehr gerne machen. Aber in diesem Fall kann es keine Einzelbeurteilung geben. Die nächste Frage stellt aus der FDP-Fraktion Daniel Föst. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Frau Ministerin Geiwitz, die Situation in der Baubranche scheint ja immer schwieriger zu werden. Wir wissen um die hohen Zinsen, um die gestiegenen Materialkosten. Es werden Aufträge storniert. Die Branche schlägt insgesamt Alarm. Jetzt war lange Zeit von dem ganz massiven, großen Fachkräftemangel die Rede. Plötzlich macht das Gespenst der Kurzarbeit die Runde. Mich würde mal sehr interessieren, wie sieht das Bauministerium, wie sehen Sie als Bauministerin die Situation in der Branche, insbesondere auch mit Blick auf die Kurzarbeit, die derzeit immer wieder in aller Munde ist? Ja,
Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich entschuldige mich für die fehlende Ansprache. Ich war ein bisschen aufgeregt und versuche mich zu bessern. Die Zahlen sind sehr unterschiedlich. Wir monitoren ganz extrem zwei Faktoren. Das eine ist die Frage Kurzarbeitergeldanmeldung. Das zweite ist die Kapazitätsauslastung der Baubranche. Die Zahlen für das Kurzarbeitergeld, die sind geringer als in den Vorjahren. Das kann man aber schwer vergleichen, weil wir da natürlich Corona hatten. Die Kapazitätsauslastung, gerade frisch reingekommen, ist in diesem Quartal über dem des letzten Quartals und ist im zweiten Mal in Folge gestiegen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir einen dramatischen Einbruch bei neuen Bauaufträgen. Das ist nicht eins zu eins zu vergleichen mit der Produktivität, weil Sie wissen, wir haben einen Bauüberhang von über 800.000 Wohnungen, von denen etwa 450.000 Wohnungen jetzt im Bau sind. Das heißt, wir gucken sehr, sehr stark danach, ob wir eine sinkende Auslastung sehen. Da müssten wir dann gegensteuern, weil das Schlimmste wäre Kapazitätsabbau. Da steuern wir entgegen und wir haben jetzt dankenswerterweise ja auch noch mal über 800 Millionen zusätzliches Geld für die Neubauförderung, weil das Programm so stark abgefragt wurde. Und das zeigt natürlich auch, dass es Bauaktivitäten gerade auch im klimafreundlichen Neubau gibt. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Präsidentin, vielen Dank, Frau Ministerin. Ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass Sie die Gefahr des Kapazitätsabbaus im Personal thematisieren. Wenn die Damen und Herren weg sind, wir erleben es in anderen Branchen, dann sind sie wahrscheinlich weg. Allerdings müssen wir auch sehen, dass es vielleicht Impulse braucht, weil Sie auch die zurückgehenden Baugenehmigungen angesprochen haben, obwohl scheinbar noch Arbeit da ist. Welche Impulse wären das für Sie, die wir setzen könnten als Regierung, als regierungstragende Fraktionen, als dieses Parlament, die der Baubranche jetzt helfen würde? Alles, was natürlich die Baunebenkosten senkt, ist hilfreich, um Projekte voranzubringen. Deswegen begrüße ich auch die Diskussion, die der Kollege Lindner angestoßen hat. Die Grunderwerbsteuer ist gerade für Einfamilienhausbauer eine große zusätzliche Belastung. Und wir müssen natürlich Planungsbeschleunigung machen, weil jeder Monat mehr Planung und Bauantragsbearbeitung ist ein Monat weitere Kostensteigerung. Und wir brauchen eine verlässliche, solide Förderstruktur. Wir haben die Mittel für den sozialen Wohnungsbau stark erhöht. Das ist jetzt eine garantierte staatliche Nachfrage. Und wie gesagt, gerade in Zeiten von Sparhaushalten ist es nicht selbstverständlich, dass wir auch noch mal so viel zusätzliche Mittel in die Neubauförderung bekommen haben. Und das war etwas, was der gesamten Bundesregierung wichtig ist, dass es nicht wieder einen Förderstopp gibt, sondern dass wir durchfördern. Vielen Dank. Und alle bitte noch mal auf die Zeit achten. Die nächste Frage stellt aus der AfD-Fraktion Steffen Kotré. Frau Präsidentin, Herr Minister Habeck, Ihr Bericht zur Stromversorgung und auch der Bericht von McKinsey bescheinigt uns, dass wir also mit Stromabschaltung leben müssen, dass es zu einem Blackout kommen wird und dass wir eine Unterdeckung von bis zu 30 Gigawatt haben. Warum zerstören Sie unsere Stromversorgung, Herr Habeck? Warum zerstören Sie mit diesen hohen Strompreisen die Geschäftsmodelle der Unternehmen und auch mit Enteignungen und Ölverboten, zum Beispiel das von PCK Schwedt? Umweltschädliche, unwirtschaftliche Windindustrieanlagen haben plötzlich von Ihnen den gesetzlichen Rang der nationalen Sicherheit bekommen, aber sichere, preiswerte und umweltschonende Nuklearenergie wird von Ihnen abgeschaltet. Warum? Sie sprechen von einem Energieeffizienzgesetz, aber wenn Sie damit in Wahrheit die Produktion aus Deutschland vertreiben, dann ist das wohl der falsche Name. Und ja, wir konstatieren, also Sie operieren hier mit Verboten, mit Enteignung, mit Bevormundung, mit Klimahysterie. Warum tun Sie das? Es waren viele Fragen, aber es sind trotzdem nur eine Minute für die Antwort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Dann konzentriere ich mich neben all den Falschunterstellungen, die in Ihrer Frage drin waren, auf den, glaube ich, politischen Punkt. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Contré, das Energieproblem in Deutschland ist verursacht worden durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sehe ich anders, ist auch nicht so. Ich weiß, dass Sie es so nicht sehen. Und ich weiß, dass die AfD-Fraktion in dem höhnischen Gelächter die Opfer der Ukraine verhöhnt. Und das hat zur Konsequenz, dass Sie Ihre Position gegenüber Russland überdenken sollten. Dass die PCK Schwedt kein Öl aus Russland kauft, liegt daran, dass wir nicht die russischen Kriegskassen füllen wollen und sie sich als
Kohle wird nicht mehr gekauft. Wie Sie vielleicht wissen können, das zeigt, dass Sie relativ uninformierte Fragen stellen. Wir haben kein Gas mehr, außer Anteile im Mix, den man nicht ausschließen kann. Wir kaufen kein Gas mehr aus Russland, wir kaufen keine Kohle mehr aus Russland, wir kaufen kein Öl mehr aus Russland. Und das tun wir, um die Kriegskasse von Putin nicht weiter zu füllen. Ich verstehe nicht, das muss ich in der Härte sagen, wie Sie die historische Schuld, die dieses Land auf sich geladen hat, ausblenden können, sogar noch unterstützen. Das ist für mich schwer nachvollziehen. Und darauf auch noch eine Frage aufzubauen, ist grenzwertig. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ist natürlich völlig klar, wenn man in der Innenpolitik nicht weiterkommt, weil man sie zerstört, dann weist man aufs Ausland und dann ist da plötzlich der Schuldige zu suchen. Im Übrigen, Dezember 21 hatten wir einen Strompreis von 22 Cent die Kilowattstunde und das sind 4 bis 5 Mal höher als davor und das hat sich so weiter durchgezogen. Das hat überhaupt nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Und dass wir Öl nicht mehr bekommen können aus Russland oder nicht bekommen, das stimmt doch einfach nicht. Wir haben über Indien russisches Öl gekauft. Wir kaufen immer noch Gas, zum Beispiel über Aserbaidschan und andere Staaten. Über das Flüssiggas kaufen wir noch aus Russland. Das ist ja bewiesen. Warum erzählen Sie denn sowas? Und warum zerstören Sie darüber hinaus eben die Lebensgrundlage unseres Wohlstandes und lassen die Unternehmen nicht atmen? Vielen Dank. Sofern ich informiert bin, ist Aserbaidschan ein souveräner Staat und nicht Russland. Zweitens noch einmal, es ist einfach falsch, was Sie behaupten. Die hohen Strompreise des letzten Jahres sind verursacht worden durch den Merit-Order-Effekt, der hochgejagt wurde, weil Putin kein Gas mehr geliefert hat. Ich rufe in Erinnerung, dass Putin kein Gas mehr geliefert hat und bis heute nicht liefert. Und nun sind Nord Stream 1 und teilweise Nord Stream 2 auch zerstört. Dessen ungeachtet, das ist eine große gemeinschaftliche Leistung dieses Landes, über alle Fraktionen bis auf die AfD hinweg gewesen, von Unternehmerinnen und Bürgerinnen und Bürgern, Putin, der uns erpressen wollte, in den Arm gefallen zu sein und diese Erpressung verhindert zu haben. Die nächste Frage stellt aus der SPD-Fraktion Franziska Maschek. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Frau Ministerin Geiwitz, vielen Dank für die Gelegenheit zu einer Frage. Die Wohnbauförderung der KfW mit einem Volumen von 1,1 Milliarden Euro ist, entgegen der ersten Einschätzung, sehr stark in Anspruch genommen worden. Die Wohneigentumsförderung für Familien hat erst am 1.6. begonnen. Aufgrund der hohen Inanspruchnahme der Mittel ist aber das Fördervolumen noch einmal um fast 900 Millionen Euro aufgestockt worden. Welche Bilanz ziehen Sie nach einem halben Jahr der Wohnungsbauförderung und droht uns ein erneuter Förderstopp? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank für die Frage. In der Tat gab es am Anfang eine gewisse Skepsis, ob der klimafreundliche Neubau EH40 bzw. mit Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude im Markt nachgefragt wird. Und es wird nachgefragt, so sehr, dass wir frisches Geld nachschießen mussten. Eine überplanmäßige Ausgabe wurde genehmigt in Höhe von 888 Millionen. Das ermöglicht uns, bis zum Ende des Jahres stabil diese Programme fortzuführen. Das ist ganz wichtig. Und was auch interessant ist, dass 50% der Antragsteller sich sogar für den höheren Standard, also für das Qualitätssiegel nachhaltiges Gebäude, interessiert haben. Und wir haben auch noch ein weiteres Programm. Das ist die Förderung von Genossenschaftsgründungen und den Erwerb von Genossenschaftsanteilen. Und auch da entwickelt sich die Nachfrage sehr erfreulich. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage. Sie haben jetzt schon eine Sondermaßnahme genannt. Es gibt zwei Sondermaßnahmen, mit denen der Bund Impulse für bestimmte Zielgruppen geben will, nämlich, wie Sie es gerade erwähnten, die Genossenschaftsförderung und das junge Wohnen. Werden diese Impulse angenommen und sind die Länder bereit, die Förderung des jungen Wohnens zu unterstützen? Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, 500 Millionen stehen zur Verfügung für junges Wohnen. Das sind Studentenwohnheime, aber natürlich auch Azubi-Wohnheime. Und das ist die größte Summe in diesem Bereich seit der Wiedervereinigung. Und die Länder haben uns zurückgespiegelt, dieses Geld ist sehr, sehr willkommen, weil insbesondere natürlich ganz viele Studentenwohnheime gebraucht werden, aber auch viele Auszubildende mit befristeten Auszubildendenverträgen finden nur sehr schwer heutzutage eine Wohnung. Und deswegen haben sehr viele Länder dieses Programm sehr zügig umgesetzt. Einige haben es sogar in die Zuständigkeit des Wissenschaftsressorts gegeben, sodass wir auf jeden Fall sagen können, das Programm
trifft auf ganz große Unterstützung. Und ich denke, dass wir es schaffen werden, die angespannte Situation des Wohnens für junge Menschen durch dieses Programm deutlich zu entspannen. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Die Linke Karin Ley. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin und Herr Minister. Viele Mieterinnen und Mieter sind ja jetzt schon überbelastet, ohne dass die Bundesregierung bisher irgendetwas dagegen getan hat. Viele fürchten jetzt durch das durch Sie zu verantwortende GEG eine weitere Belastung. Wie ein besserer Mieterschutz dabei aussehen soll, da ist die Regierung bisher jede Antwort schuldig geblieben. Der Gesetzentwurf ist dünn und die Leitplanken sprechen an dieser Stelle sogar von einer weiteren Modernisierungsumlage. Und der Präsident des Deutschen Mieterbundes hat sich heute in der Anhörung heute Morgen sehr besorgt darüber gezeigt, dass es bei einer weiteren Modernisierungsumlage sich ja nur um eine höhere Modernisierungsumlage handeln kann, weil das ebenfalls ausgegebene Ziel, dass Vermieter Anreize haben sollen, nur so realisiert werden kann. Deswegen ist meine Frage an Sie, teilen Sie diese Sorge des Deutschen Mieterbundes, beziehungsweise umgekehrt, was wollen Sie ganz konkret tun, um Mieterinnen und Mieter von einer weiteren Belastung durch das GEG zu schützen? Frau Präsidentin, vielen Dank für die Frage. Der Regierungsentwurf sieht nicht vor, und das ist auch nicht in der Systemlogik im GEG verankert, die Modernisierungsumlage zu verändern, weder nach oben noch nach unten, sondern sie bleibt so, wie sie politisch beschlossen ist. Aber er sah vor und sieht vor, dass nicht alle Kosten bedingungslos in die Modernisierungsumlage eingerechnet werden können, sondern er sieht für die vermutlich oder gegenwärtig höheren Techniken, die ja erlaubt sind nach dem GEG vor, dass sie nur in einem bestimmten Faktor angerechnet werden können. Dieser Faktor entspricht der Effizienz von 2,5 als Wärmepumpendurchschnitt, den wir dort zugrunde gelegt haben. Das schließt also aus, dass über die Modernisierungsumlage exorbitante Kosten auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Wie sich die jetzt Beratung im parlamentarischen Raum zur Veränderung des GEG entwickeln werden, das kann ich hier nicht kommentieren. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen herzlichen Dank. Viele Verbände fordern ja in diesem Zusammenhang, also sowohl Mieterverbände als auch Umweltverbände, eine sogenannte Warmmietenneutralität, die eben verhindert, dass Mieterinnen durch tatsächlich notwendige Maßnahmen der Wärmewende zusätzlich belastet werden und am Ende dagegen aufgebracht werden. Deswegen ist die Modernisierungsumlage vermutlich ja auch das falsche Instrument, weil es zu einer weiteren Belastung führen wird. Deswegen ist meine Frage an Sie, ob Sie diesen Stil der Warmmietenneutralität teilen und wie das konkret umgestaltet werden soll. Ich kann nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ich bin ja mit Clara Geiwitz für das GEG zuständig. Innerhalb des GEGs haben wir Sorge getragen, dass die Modernisierungsumlage nicht zu einem Missbrauch bei der Wärmewende führt. Die Diskussion über Mietmodelle und Umlagen müsste insgesamt geführt werden, aber beim GEG haben wir aufgepasst, dass es nicht zu einer Hintertür für exorbitant hohe Modernisierungsumlagen führt. Die nächste Frage stellt aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Sandra Detzer. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage geht an den Bundeswirtschaftsminister zur Frage Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Wir haben gesehen, dass die Abhängigkeit vom russischen Gas die Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes erheblich bedroht hat. Es ist keinerlei Plan B früherer Bundesregierungen da gewesen, um diese Situation aufzufangen. Es ist durch das Krisenmanagement der Bundesregierung gelungen, die schlimmsten wirtschaftlichen Verwerfungen zu beheben. Jetzt ist meine Frage an Sie. Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht in der Vergangenheit am zentralsten gewesen, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern? Und was steht an? Was sind die wichtigsten nächsten Schritte? Frau Präsidentin, vielen Dank für die Frage. Es ist richtig, dass wir, wie auch schon davor bei Corona, mit einem großen Kraftakt die aktuelle Krise, die jeweils aktuellen Krisen in den Griff bekommen und auch dann überwunden haben bei Corona. Ich habe es gerade ausgeführt. Was wir noch nicht geschafft haben, das muss man so klar sagen, ist die strukturellen Versäumnisse der Vergangenheit aufzuarbeiten. Die bedeuten Mangel an Fachkräften. Es ist ja keine Überraschung, dass wir älter werden und bei einer wachsenden Volkswirtschaft oder bald hoffentlich wieder wachsenden Volkswirtschaft Hände und Köpfe genug da sein müssen. Das wird jetzt angegangen. Ich
danke den parlamentarischen Beratungen, die jetzt bald das Fachkräftezuwanderungsgesetz beschließen. Da muss es auch gelebt werden. Menschen aus der Bildung direkt zum Arbeitsmarkt zu überführen, Teilhabe von Frauen. Ich bin auch der Meinung von Menschen, die hier arbeiten wollen und über andere Migrationssysteme zu uns gekommen sind, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erlauben. All das würde helfen. Bürokratieabbau ist das Wort, das alle im Munde geführt haben. Aber jetzt müssen wir es auch wirklich angehen, eben weil wir die Wettbewerbssituation, die globale, so verschärft haben. Wo wir vorangekommen sind im letzten Jahr, sind neue Handelsverträge. Ich glaube, es sind derzeit 7, die kurz vor der Verabschiedung oder Notifizierung schon hinter sich gemacht haben. Ich glaube, es ist selten gelungen, innerhalb von einem Jahr oder einem Dreivierteljahr so viele neue Handelsverträge mit deutscher Unterstützung auf den Weg zu bringen. Danke. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement auch den Punkt Resilienz angesprochen und die Notwendigkeit, gerade in Europa souveräner zu werden. Dazu ist zentral wichtig, dass wir auch die Versorgung mit kritischen Rohstoffen besser monitoren, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund die Vorstöße der Europäischen Kommission zum Raw Materials Act und wie wird sich das BMWK an dieser Stelle einbringen? Vielen Dank. Die Rohstofffrage war natürlich ursächlich verbunden mit der Energiefrage und wir haben im letzten Jahr hart daran gearbeitet, diese Strategie und auch politische Maßnahmen aufzusetzen, dass europäische und im besten Fall auch deutsche Unternehmen selber wieder Minen betreiben bzw. Rohstoffe in das Land bringen. Es dürfte allgemein bekannt sein, dass wir gerade in dem kritischen Bereich von Rohstoffen teilweise Abhängigkeiten von 90% und über 90% meistens nur von einem Land, nämlich China, haben. Das kann uns nur ein Alarmsignal sein. Auch das ist natürlich jetzt nicht im Jahr 2022/23 entstanden, sodass nach der Erstellung der Datenbasis, der Übersicht, welche Materialien in Zukunft gebraucht werden, jetzt daran gearbeitet wird, Versicherungs- oder Rückversicherungsinstrumente zu schaffen, sodass Unternehmen auch wieder investieren in den eigenen Abbau und den Import von Rohstoffen. Die nächste Frage stellt der Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Habeck, der Direktor des Instituts für Technische Thermodynamik der Uni Stuttgart, André Tess, schätzt die reinen Kosten für die große Transformation der Dekarbonisierung auf etwa 500 Milliarden Euro pro Jahr und das für die nächsten 20 Jahre, das sind 10 Billionen Euro bis 2045. Diese Größenordnung bedeutet den Ruin unserer gesamten Volkswirtschaft. Nach Auskunft Ihres Ministeriums erwarten Sie für die kommenden 20 Jahre gleichbleibend hohe Strompreise. Konzerne wie VW oder BASF verlagern ihre wertschöpfenden Produktion ins Ausland. Ich frage Sie, was wollen Sie gegen diese ständig weitergehende Deindustrialisierung tun und die Quote der Insolvenzen nach unten zu bringen und die Menschen vor Arbeitslosigkeit und Armut zu schützen? Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Fahle, ich glaube, Arbeitslosigkeit ist im Moment, also Massenarbeitslosigkeit ist im Moment nicht das Hauptproblem Deutschlands, sondern wir haben sehr viele offene Stellen zu Hunderttausenden und das sind nur die gemeldeten. Natürlich gibt es Menschen, die arbeitslos sind, denen der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt ist, die durch reale oder gläserne Hemmnisse dort von ferngehalten werden. Also ich will nicht leugnen, dass es individuelle Schicksale gibt. Aber als volkswirtschaftliches Problem haben wir eher das, dass wir zu wenig Arbeitskraft in Deutschland haben. Was die Industrialisierung und die Industriestrategie angeht, so reicht die Zeit nicht aus, um all die Investitionen, sagen wir über 100 Millionen Euro, hier aufzuzählen. Es sei denn, Sie fragen mich und lassen mir genug Zeit. Aber es sind einige, die einfach nur in den letzten Monaten da sind, von Batterien über Halbleiter bis eben auch die große Transformation beispielsweise der energieintensiven Industrie im Stahlbereich. Das heißt, wir kommen dort voran. Und was die Rezession angeht, so ist es richtig. Wir hatten eine technische Rezession, die wir über die Wintermonate hatten. Das Wachstum ist nicht zufriedenstellend. Umgekehrt ist es gelungen, die Höhe der Inflation in den Herbst, also im Herbst, abzubremsen. Das heißt, wir rechnen damit und alle Institute rechnen damit, dass wir in diesem Jahr oder nach diesem Jahr im nächsten Jahr wieder deutliche Wachstumszahlen sehen werden. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Sehr geehrter Herr Habeck, Sie sagten auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, Zitat, würde das russische Gas nicht mehr in dem Maße, wie es noch immer durch die Ukraine fließt,
nach Osteuropa kommen, bevor die Leute dort frieren, müssten wir unsere Industrie drosseln oder gar abschalten. Meine Frage, meinen Sie Ihre Aussage ernst, dass Sie eher die deutsche Wirtschaft stilllegen würden, bevor jemand in Polen oder der Ukraine seine Raumtemperatur herunterregeln müsste? Wie Sie wahrscheinlich wissen, gehört die Ukraine nicht zur Europäischen Union, noch nicht. Und es ist so, dass der Transitvertrag durch die Ukraine, der damals auch durch Vermittlung der Bundesregierung nach dem ersten Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine 2014 geführt hat, Ende 2024 endet. Und natürlich ist es, wenn man die Schwierigkeiten in Erinnerung hat, die das damals gebraucht hat, diesen Vertrag in Gang zu setzen, nicht ganz klar, wie es damit weitergeht. Die europäischen Solidaritätsverpflichtungen wiederum, und sie gelten in alle Richtungen, sehen vor, dass über die SOS-Verordnung Menschen vor die geschützten Verbraucher, so sagt man ja, also die privaten Personen, die ihre Häuser heizen, die Krankenhäuser, Gebäude der kritischen Infrastruktur, zuerst mit Gas beliefert werden. Kommen Sie auch zum Schluss. Danke, Frau Präsidentin. Das hat vor allem eine Sicherheit für Deutschland gegeben, denn Deutschland hat ja so viel russisches Gas bezogen und quasi Europa diese Gas- und Energiekrise beschert. Es ist die Solidarität der anderen Länder gewesen, die uns geholfen hat, über den letzten Winter zu bekommen. Und ich will ausdrücklich sagen, dass es richtig ist, in Europa solidarisch zu sein. Wir kommen nun zum Teil der Fragen zu vorangegangenen Kabinettssitzungen, zu weiteren Geschäftsbereichen sowie zu allgemeinen Fragen. Und zuerst hat das Wort aus der CDU-CSU-Fraktion Andreas Jung. Frau Präsidentin, ich habe eine Frage an Herrn Minister Habeck. Viele Menschen treibt mit Blick auf die neuen Pflichten bei dem Heizungseinbau die Frage um, wenn ich eine neue Heizung brauche. Was kommt da auf mich zu? Was kostet es? Und welche finanzielle Förderung gibt es dafür? Ihre Regierung hat die Förderung bisher gekürzt, aber es gibt kein neues Konzept. Auch in den Leitplanken gibt es kein neues Konzept. Und deshalb die Frage an Sie, können Sie zusichern, dass spätestens mit dem Beschluss über das GEG dann auch die Frage der Förderung geklärt ist? Und zwar nicht allgemein, es gibt Mittel, sondern konkret, wer bekommt was für welche Heizung? Und welches ist Ihre Meinung? Wie sollte das aussehen? Die Förderung im Moment über das sogenannte BEG bezieht sich auf Technik, also auf Wärmepumpen, die bis zu 40% gefördert werden. Und von der Förderung ist rege Anspruch genommen worden. Im letzten Jahr über 220.000 Anträge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der Vorschlag, den die Bundesregierung gemacht hat mit der Vorlage des Gesetzesentwurfs, hat diese Förderung über bestimmte Module bis auf 50% aufgestockt. Also es ist keine Kürzung gewesen, sie wurde nur anders berechnet. Obwohl es exekutives Handeln ist, dieses BEG, haben Clara Geiwitz und ich und die ganze Bundesregierung gesagt, es ist natürlich richtig, dass der GEG-Entwurf und die Förderung miteinander synchronisiert werden. Deswegen gehört es aus meiner Sicht zu den parlamentarischen Möglichkeiten dazu, auch das BEG mitzudesignen. Sollte das nicht passieren, weil die Zeit nicht reicht oder es nicht will, würden wir es natürlich anpassen auf den GEG-Entwurf, der sich ja noch mal ein bisschen verändern wird. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Ja, da bleiben Fragen offen. Damit ist ja nicht geklärt, ob es tatsächlich vorliegt bis zur nächsten Sitzungswoche. Ich frage nach der Technologieoffenheit. Da heißt es in den Leitplanken, die diskriminierenden Vorschriften sollen gestrichen werden. Das zeigt, es soll jetzt technologieoffen werden. Ich frage Sie, dieses Verhinderungspaket bei Heizen mit Holz, die Pflicht ist immer zu kombinieren mit Sonnenenergie, mit Pufferspeichern, mit zusätzlichen Filtern über das BIMSCH hinaus, kommt es damit weg, werden die gestrichen? Und wie ist es in den Fernwärmenetzen? Bleibt es bei der Deckelung der Biomasse und bleibt es dabei, dass die Biomasse immer weiter gedeckelt werden soll, wie es in den Gesetzentwürfen vorgesehen ist? Heizen mit Holz war auch im Gesetzentwurf der Bundesregierung, auch bei Neubau möglich, nur nicht alleine, nur eben in Kombination mit anderen Techniken. Das hatte einen Grund, nämlich Emissionen, Feinstaub und auch schon der natürlichen Ressourcen mitzudenken. Clara Geiwitz hat gerade die Holzbaustrategie zumindest erwähnt. Natürlich kann man Holz nur verbauen oder verbrennen und nicht, oder natürlich auch über ein paar Jahre hintereinander kann man beides tun, theoretisch. Aber natürlich ist Holz auch ein knappes Gut. Aber es hat die Beratung so nicht überstanden. Deswegen, ja, so verstehe ich die Einigung, die erzielt wurde, dass keine Limitierung für den Einbau für Holz mehr auch beim Neubau bestehen soll. Gibt es zu diesem Thema weitere Nachfragen? Wollte ich doch meinen, da kommen doch noch ein paar.
Der Kollege Lutschak. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Wir haben ja heute Morgen die Anhörung gehabt zum Gebäudeenergiegesetz und der Kollege Andreas Jünger hat das Thema der Förderung angesprochen. Darum geht es ganz zentral. Wir dürfen die Menschen nicht überfordern. Und die Verunsicherung, die wir momentan im Land haben, liegt ja an dieser Überforderung. Sie haben gerade mit Blick auf die Frage von der Kollegin Ley gesagt, wie wird die Modernisierungsmieterhöhung umgestaltet, also welche Investitionen die Vermieter vornehmen können, umgelegt werden, gesagt, ich kann den parlamentarischen Beratungen nicht vorgreifen. Das ist nicht meine Zuständigkeit. Das hat mich doch ein wenig befremdet, das will ich Ihnen auch nicht durchgehen lassen. Sie waren es doch, die mit Herrn Lindner und mit dem Bundeskanzler genau diese Leitplanken verhandelt haben, die Sie jetzt eingebracht haben. Sie sind verantwortlich dafür. Und jetzt sagen Sie, Sie haben damit nichts zu tun. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie wird die Modernisierungsmieterhöhung zukünftig gestaltet? Wie können Mieterinnen und Mieter, aber auch private Kleinvermieter in unserem Land nicht überfordert werden? Ich bin jederzeit bereit, dass wir, wenn es gewünscht ist, Vorschläge unterbreiten oder Rechnungen zur Verfügung stellen, wie eine Förderung über das BEG aussehen kann. Allerdings halte ich mich an das gegebene Wort, dass die Fraktionen erst einmal selber sich überlegen können, wie sie den sozialen Ausgleich machen können und würde mich auch an die Empfehlung, den Beschluss dann quasi gebunden fühlen. Und noch einmal, das werden Sie verstehen, dass eine politische Vereinbarung über Leitplanken und die parlamentarischen Beratungen unterschiedliche Dinge sind. Deswegen verweise ich auf den parlamentarischen Prozess. So, weitere Nachfragen. Ich habe hier noch ein paar festgehalten von der FDP-Fraktion, der Herr Kruse. Eine Nachfrage zu diesem Thema. Ja, war das? Also kein neues Thema aufmachen, sondern es ging jetzt in dieser Runde um Nachfragen zu diesem Thema. Ja, meine Frage geht an Herrn Habeck. Herr Habeck, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ja ein Heizungsverbot europaweit angeregt. Und meine Frage an die Bundesregierung, an Sie, lautet deswegen, welchen Bedarf sehen Sie eigentlich über ein gutes Gebäudeenergiegesetz in Deutschland hinaus für europäische Regelungen in diesem Bereich? Also eigentlich waren wir bei den... Ja, es ist irgendwie alles GEG, aber es gab eine Ursprungsfrage zu Förderung. Und insofern dürfen Sie das beantworten. Aber bitte jetzt bei den nächsten Nachfragen beim Thema bleiben. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kruse, ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass Deutschland mitnichten Spitze bei der klimaneutralen Wärmeversorgung ist. Skandinavien, nicht bekannt für milde Winter, hat in weiten Teilen 80% Klimaneutralität im Gebäudebereich, also beim Heizen, schon realisiert. Die Wärmepumpen in Europa haben im Durchschnitt der Bevölkerung deutlich höhere Absatzzahlen als Deutschland. Deswegen würde ich so sagen, wir sollten lieber unsere eigenen Hausaufgaben machen, als auf andere zu schauen. Wir haben genug zu tun, die anderen sind in der Regel weiter als wir. Nächste Frage aus der CDU-CSU-Fraktion, Kollege Kiesling. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Minister, ich habe folgende Frage, und zwar referenziert das GEG sehr häufig auf die Wärmeplanungsgesetz. Jetzt haben wir bei der Wärmeplanung, schlagen Sie ja vor, dass die Länder flächendeckend und verbindlich dieses Wärmeplanungsgesetz einführen müssen. Über 10.000 Einwohner, diese Kommunen sind betroffen, die darunter liegenden müssen nicht verbindlich diese Wärmeplanungsgesetz erschließen. Gilt dann für Bürger, die unter dieser Zahl liegen, also in den kleineren Kommunen, gilt dann das GEG schon zum 01.01.2024 oder wie ist damit zu rechnen? Mich? Ja. Ja, gut. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Wärmeplanungsentwurf, der sich im Moment in der Anhörung befindet, also Länder- und Verbändeanhörung, sieht tatsächlich den Schwellwert 10.000 vor. Die Formulierung in den Leitplankenpapier sagt deutschlandweit. Das heißt natürlich erst einmal, dass die Kommunen, die unter 10.000 sind, die haben ja kein Verbot, eine Wärmeplanung zu machen. Sie können es natürlich trotzdem tun. Und ob man die Schwellwerte absenkt oder gegebenenfalls erhöht, in anderen Bundesländern ist der Schwellwert höher, wird sicherlich Ergebnis der Beratung im Lichte auch der Beschlüsse zum GEG sein. So, ich habe da...
Nee, ich habe sowieso noch ganz viele Nachfragen. Also immer in Geduld üben. Und von der CDU-CSU-Fraktion habe ich auch noch ganz viele Kollegen von Ihnen. Jetzt kommt dran aus der Fraktion Die Linke der Herr Lenkert zu diesem Thema als Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Habeck, im Entwurf zum GEG waren kaum Förderungen vorgesehen. Ich frage Sie, werden Sie Fördervorschläge machen, die eben nicht nur den Heizungstausch, sondern auch alle notwendigen Maßnahmen am Haus mitfördern, zusätzlich über die bisherigen niedrigen Fördersätze von nur 20%, die Sie jetzt vorgesehen haben, hinaus? Werden Sie sicherstellen, dass auch Menschen mit einem Eigenheim, mit einem geringen Einkommen das stemmen können, ohne sich auf Jahrzehnte verschulden zu müssen? Die Linke schlägt vor, Fördersätze von 100% bei Transferempfängern, absinkend bis auf 15% bei Menschen mit einem Einkommen über 250.000 Euro. Werden Sie entsprechende soziale Staffelung ebenfalls einführen? Ja. Vielen Dank für die Frage. Ich weise erst einmal darauf hin, dass der Einbau von einer klimaneutralen Heizung, also nicht fossil energieverbrennenden Heizung, sich über die Lebensdauer der Heizung auch schon alleine durch den Markt rentierlich gestalten wird. Das heißt, es ist kein Strafprogramm, wegzugehen von den fossilen Energien, sondern tatsächlich eine Art Verbraucherschutz, um die Menschen nicht in die höheren fossilen Preise reintreiben zu lassen. Das geht natürlich erst recht und gilt natürlich erst recht, wenn man eine weitere Förderung bekommt. Und diese Förderung, habe ich ja schon gesagt, bestand mit einem Modulsystem bis zu 50%, wie man es jetzt machen wird für die Beratung des GEG. Darüber sprachen wir jetzt schon. Warte ich ab, helfe aber gerne mit. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass keine sozialen Probleme oder Verwerfungen dort entstehen werden. Wir sind immer noch bei Nachfragen zum Thema. Und der nächste aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Taher Salih. Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an die Bauministerin Clara Geiwitz. Es geht um die kommunale Wärmeplanungsgesetz, was Ihr Haus gerade mit Hochdruck arbeitet. Entschuldigung, wir sind immer noch bei der Nachfrage. Zu der Förderung. Zur Förderung. Zur Förderung, Heizung. Korrekt. Gut. Und sowohl das Gebäudeenergiegesetz als auch die Kopplung zum kommunalen Wärmeplanungsgesetz ist bereits vorhanden. Dahingehend, da die Förderung beim kommunalen Wärmeplanungsgesetz aktuell auch da ist, fragen sich viele Kommunen, die dann für die Erstellung des kommunalen Wärmeplanungsgesetzes verantwortlich sind, wie es weitergeht mit der Förderung für die kommunale Wärmeplanung, für die Erstellung des kommunalen Wärmeplanungsgesetzes. Danke. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für die Frage. Der jetzige Gesetzentwurf, der in der Verbände- und Länderanhörung ist, sieht ja eine kommunale Wärmeplanung vor für große Gemeinden. Im ersten Schritt 100.000, im zweiten Schritt dann bis 10.000 Einwohner. Es war jetzt Wunsch aus Seiten des Bundestages, dass wir eine Konzeption machen für eine Wärmeplanung für alle Kommunen in Deutschland. Das heißt natürlich, dass wir eine vereinfachte Wärmeplanung auch anbieten müssen, damit das auch alle kleinen Gemeinden schaffen. Das heißt, der jetzige Gesetzentwurf wird durch mein Ministerium noch mal grundlegend überarbeitet und auch in eine zweite Länder- und Verbändeanhörung gegangen. Und am Ende des Tages braucht es eine Bund-Länder-Vereinbarung zur Finanzierung der kommunalen Wärmeplanung, weil der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass die Länder mit dieser Aufgabe betraut werden und diese dann entsprechend weiterleiten. Danke. Bitte alle auch noch mal auf die Zeit gucken. Und jetzt bin ich im Bereich der Nachfragen und ich habe jetzt aus der AfD-Fraktion den Abgeordneten Bernhard. Frau Vorsitzende, meine Frage richtet sich an den Minister Habeck und zwar folgendes: Durch diese Leitplanken wird ja jetzt suggeriert, der Heizungshammer verschiebt sich um 4 Jahre. Man hat noch mal Zeit. Man kann als Bürger die Wärmeplanung der Städte und Gemeinden abwarten. Wenn man eine Gasheizung, man kann eine Gasheizung einbauen, die muss aber wasserstoffready sein. Und die Frage ist jetzt eben, was bedeutet diese Umrüstbarkeit auf Wasserstoff? Im Moment kann man ja nur Wasserstoff, nur Heizungen einbauen, die zu maximal 30% mit Wasserstoff betrieben werden können. Reicht das oder soll das zukünftig 100 sein? Was ist dann mit diesen Heizungen? Muss ich die dann später wieder rausreißen? Und vor allem, wenn dann die Wärmeplanung kommt Zeit, bitte. Und gar kein Wasserstoff geliefert werden kann, muss ich dann die Heizung wieder rausreißen? Was soll ich also als Bürger jetzt einbauen?
Frau Präsidentin, sehr geehrter, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich die Frage richtig verstanden habe oder die Fragen richtig verstanden habe, aber die Logik ist ja relativ klar. Sollte man mit Wasserstoff heizen, dann muss man bis 2045 mit Wasserstoff heizen. Und zwar mit Wasserstoff und nicht mit was anderem. Und wie es Zwischenschritte gibt und wie man das mit der kommunalen Wärmeplanung verzahnt, wird parlamentarisch beraten werden. Aber am Ende muss halt Wasserstoff rauskommen. Nächste Nachfrage zum Thema aus der CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Gebhardt, habe ich gesehen. War das zu dem? Ja. Frau Präsidentin, Herr Minister Habeck, da die Nachfrage des Kollegen Kiesling nicht hinreichend beantwortet wurde, will ich noch einmal ganz konkret nachfragen. Sollen die Regelungen des GEG ab dem 1. Januar 2024 auch für Kommunen mit unter 10.000 Einwohnern gelten? Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich glaube, Clara Geiwitz hat das gerade beantwortet. Der Gesetzentwurf wird überarbeitet und wie man den Grad ausbalanciert, kleine Kommunen zu verpflichten und die Kenntnisse und die Bürokratie aufzubauen, wie große Städte, es ist ja ein Unterschied, ob man in einem vielleicht 500-Einwohner-Dorf lebt oder in einer großen Stadt, das wird sich das Ministerium gerade überlegen. Aber natürlich gibt es da einen Grad, den man ausbalancieren muss, den man aber auch ausbalancieren kann. So, eine weitere Nachfrage habe ich gerade noch gesehen aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Nachfrage dazu von Herrn Wagner. Sehr geehrter Herr Minister Habeck, viele Nachfragen zur Förderung insinuieren ja, wir machen Klimaschutz nur mit Förderung. Und Klimaschutz ist ein Luxus, den wir nur machen können, wenn es Förderung gibt. Meine Nachfrage an Sie, sehen Sie das auch so? Und was würde es bedeuten, wenn wir keinen Klimaschutz machen würden? Was würde es das für die Volkswirtschaft, für jedes Individuum aber bedeuten an Kosten, die da auf uns zukommen? Herzlichen Dank. Danke. Es gibt ja, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, es gibt ja Studien in großer Zahl, die berechnen, dass die volkswirtschaftlichen Schäden, angefangen von Gesundheitskosten bis zu den Verlusten an Eigentum und an Menschenleben, sogar wenn Sie an das Ahrtal denken, immens sind. Das wissen auch alle. Und umgekehrt, ja, Regierungsversagen ist es, wenn man das nicht zur Kenntnis nehmen würde und die Menschen, die Gesellschaft in ihr Unglück Frau von Storch, das ist würde. Hier keine allgemeine Debatte, sondern Frage-Antwort. Das politische Problem, und ich betone, es ist ein politisches Problem und nicht so sehr ein volkswirtschaftliches Problem, ist natürlich, dass die allgemeinen Erkenntnisse in der konkreten Umsetzung manchmal nicht eins zu eins gleich sind. Das kennen wir alle aus unserem privaten Handeln und Überlegungen, dass wir nicht immer das tun, was eigentlich politisch oder moralisch geboten ist. Deswegen gibt es da ein Problem und es braucht auch eine Förderung für diejenigen, die sich Klimaneutralität und die Technik dahin sonst nicht leisten können. Sonst wird es keine gesellschaftliche Mehrheit dafür geben. So, das ist ein spannendes Thema, wie ich feststelle. Ich lasse jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Nachfragen zu und dann werde ich wechseln. Die 5 habe ich schon, deswegen braucht man sich jetzt auch nicht weiter melden. Der nächste Fragesteller ist auch aus der CDU-CSU-Fraktion. Ich glaube, Dr. Lenz hatte ich gesehen. Präsidentin, Herr Minister, Sie haben gerade gesagt, dass im Regierungsentwurf beim Neubau Biomasse gar nicht verboten war. Dem ist nicht so. Es war zwar bei neuen Heizungen im Bestand Biomasse erlaubt mit hohen Auflagen, aber nicht im Neubau. Das wird jetzt anscheinend geändert. Nach wie vor ist die Förderung in kleiner Weise klar. Im ersten Quartal wurden 100% mehr Ölheizungen eingebaut. Können Sie verstehen, dass nach wie vor eine große Verunsicherung in der Bevölkerung herrscht? Und zweite Frage, Sie haben selber mal gesagt, dass keiner mehr zahlen wird mit der Wärmepumpe als mit der Gastherme. Können Sie sicherstellen, dass entsprechend auch die Gelder für die entsprechende Förderung zur Verfügung gestellt werden? Danke. Präsidentin, die Antwort ist ja. Die Gelder stehen bereit. Das war kurz. Jetzt habe ich aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Badu. Ja.
Die Kollegin hat das Wort für eine Nachfrage. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Frage zum Gebäudeenergiegesetz richtet sich an die Ministerin Klara Geiwitz. Ich begrüße es sehr, dass Sie zu Beginn noch mal die wichtige Rolle des Klimaschutzes hervorgehoben haben. Könnten Sie noch mal aus Ihrer Sicht erläutern, welche Rolle spielt das Gebäudeenergiegesetz für die Klimaneutralität im Wärmesektor, die wir anstreben? Und welche Rolle spielt es auch für eine sozial gerechte Ausgestaltung des Mieter-Vermieter-Verhältnisses, da wir den CO2-Preis ja auch entsprechend steigen lassen werden die nächsten Jahre? Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für diese grundsätzliche Frage. Es ist eigentlich sehr einfach. Wir wollen 2045 klimaneutral sein. Wenn man sich jetzt eine neue Heizung kauft, dann hält die in der Regel 20 Jahre. Das heißt, wir müssen jetzt fragen, wie heizen wir eigentlich im Jahr 2040, 42, 43? Und ganz klar ist, Deutschland kann nicht klimaneutral sein und gleichzeitig seinen Gebäudebestand mit Erdöl und Erdgas heizen. Das ist ein technischer Widerspruch. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir haben Millionen von Heizungen. Es gibt eine riesige Heizungsflotte. Das heißt, wir brauchen eine ganze Generation, um diese Umstellung zu schaffen. Deswegen machen wir eine Planung in der kommunalen Wärmeplanung und natürlich auch das GEG. Nichts zu tun ist keine Option, nicht für das Klima, aber auch nicht für die Bürgerinnen und Bürger, weil Gasheizungen, Ölheizungen waren in der Vergangenheit sehr preiswerte Heizungen, werden es in der Zukunft aber wegen der CO2-Bepreisung nicht mehr bleiben. So, dann habe ich jetzt noch die letzten drei und aus der CDU-CSU-Fraktion, der Herr Jung hatte noch mal eine Nachfrage. Ich möchte noch mal nachfragen nach der Pflicht für die Wärmeplanung für die Kommunen unter 10.000 Einwohner. Und möchte dazu sagen, an beide richtet sich es aber gerne an Sie, möchte dazu sagen, dass ja nicht irgendeine zu vernachlässigen Größe, über die man auch noch sprechen muss, 9.000 Kommunen von 11.000 in Deutschland, also die große Masse, hat unter 10.000 Einwohner. Gerade dort im ländlichen Raum ist die Frage, welche Heizung passt, besonders schwer zu beantworten. Jetzt haben Sie diese Frage zwar beide beantwortet, aber unterschiedlich. Sie, Herr Minister Habeck, haben gesagt, da spricht man über neue Schwellenwerte, ab wann es denn gilt. Und die Frau Geiwitz hat gesagt, sie will eine Pflicht für alle Kommunen einführen. Da würde ich darum bitten, dass Sie vielleicht noch mal miteinander sprechen oder uns sagen, was davon gilt, das eine oder das andere. Das ist ja deshalb von Bedeutung, weil im GEG steht drin, die gucken Sie auch ein bisschen auf die Zeit. Ja, die neuen Heizungspflichten, die gelten nur, wenn es eine Wärmeplanung gibt. Was heißt denn jetzt für diese Kommunen unter 10.000 Einwohner keine Wärmeplanung, keine Heizungspflicht? Kommt es für die dann gar nie oder 2028? Wer von Ihnen beiden möchte? Ja, es hat sich vielleicht noch nicht, Frau Präsidentin, so rumgesprochen. Für die Wärmeplanung ist das Bauministerium in der Federführung. Und es freut mich, dass das Begeisterung auslöst. Das macht uns nämlich Spaß, weil der Quartiersansatz ist etwas, was wir aus der Städtebauförderung kennen. Und der ursprüngliche Gesetzentwurf sah tatsächlich eine Grenze vor für die Pflicht einer Wärmeplanung bei 10.000 Einwohnern pro Kommune, weil wir natürlich die Planungskapazitäten im Auge hatten. Jetzt gab es aus dem Parlament den Wunsch, es soll möglichst eine Wärmeplanung geben bis 2028 für alle Kommunen. Und dann können wir natürlich nicht die gleichen gesetzlichen Anforderungen wie an die großen Kommunen an die Kommunen im ländlichen Raum stellen. Also wenn Sie eine kleine Gemeindevertretung haben, kann die keine Geothermie-Potenzialanalyse machen und das auch noch mal ein paar tausend Mal in Deutschland. Deswegen werden wir diesen Gesetzentwurf noch mal anpassen und unterschiedliche Fristen setzen. Aber natürlich muss man auch sagen, zentrale Wärmeversorgung ist nichts exklusiv für große Städte, sondern es gibt natürlich auch Dorfwärmenetze, es gibt Biomasse. Und insofern ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt, die kommunale Wärmeplanung besser als bisher mit dem GEG zu verknüpfen. Und natürlich werden die Abgeordneten sicherlich so weise sein, dass sie keine diskriminierenden Tatbestände einbauen und unterschiedliche Stichtagsregelungen machen. Herzlichen Dank. So, und jetzt darf der Kollege Lutschak noch mal nachlegen für eine Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an Herrn Habeck. Wir haben gerade von der Ministerin gehört, dass das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ja noch einmal überarbeitet werden soll. Gleichzeitig heißt es in den Leitplanken, die Sie, nochmal, Sie persönlich, nicht das Parlament oder sonst wer, sondern Sie mit Christian Lindner und dem Bundeskanzler verabredet haben, dass der zentrale Bezugspunkt für verpflichtende Maßnahmen zukünftig die kommunale Wärmeplanung sein soll.
Das soll jetzt aber grundsätzlich überarbeitet werden. Ihr Plan ist aber, das Heizungsgesetz vor der Sommerpause verabschieden. Das heißt, wir erwarten vom Bundestag, von unseren Abgeordneten hier, dass wir etwas zustimmen sollen, wovon wir noch gar nicht wissen, was eigentlich der zentrale Bezugspunkt ist, nämlich die kommunale Wärmeplanung. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das muss doch harmonisiert und parallel beraten werden und synchronisiert werden, aber nicht so, wie es jetzt vorgesehen ist. Ja, vielen Dank. Sie haben ja gerade gehört, dass es parallelisiert und synchronisiert wird. Vielen Dank. Jetzt die letzte Frage, die letzte Nachfrage zu diesem Thema hat jetzt der Abgeordnete Kaufmann aus der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe auch noch eine Frage an Herrn Habeck, auch im Hinblick auf das Heizungsgesetz. Sie haben ja vor ein paar Tagen bei Anne Will eingeräumt, dass Sie auch nicht zufrieden seien mit der Arbeit der Bundesregierung in diesem Zusammenhang. Vielleicht können Sie uns auch noch mal ausführen, warum Sie das gesagt haben und welche Lektionen Sie gelernt haben für die Zukunft. Frau Präsidentin, ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung, das habe ich auch gesagt, mit der Leistungsbilanz. Ich bin mir nicht sicher, ob eine andere Bundesregierung Deutschland so durch diesen Winter geführt hätte, ob eine andere Bundesregierung in der Lage gewesen wäre, die militärische Unterstützung der Ukraine so zu gewährleisten. Ich weise darauf hin, dass Nord Stream 1 und 2 und auch die Ablehnung der militärischen Unterstützung der Ukraine ja davor schon beschlossen war. Das wurde alles verändert. Das heißt, die Leistungsbilanz der Bundesregierung ist beachtenswert. Sogar die CO2-Emissionen gehen runter. Wir haben sie im letzten Jahr trotz der Hinzunahme von Kohlekraftwerken beispielsweise eingehalten. Was ich eingeräumt habe, und ich glaube, das ist kein Geheimnis, ist, dass es Abstriche in der B-Note gibt. Das heißt, die Kür, der Weg zu der Entscheidung ist manchmal etwas holperig. Aber die letzten Tage und Wochen haben ja gezeigt, dass wir das auch besser hinkriegen. Ich komme jetzt zur nächsten Hauptfrage, die gestellt wird, aus der SPD-Fraktion Bengt Baird. Werte Frau Präsidentin, Herr Minister Habeck, erste Frage wäre, welche Mengen LNG können in Deutschland nach aktuellem Stand angelandet werden und reichen diese aus, um die Gasversorgung im nächsten Winter zu sichern, falls dieser nicht so mild werden sollte wie der letzte? Sehr geehrte Frau Präsidentin, lieber Herr Abgeordneter, im Moment haben wir 3 FSRU-Schiffe, die in Arbeit sind, Wilhelmshaven 1, Brunsbüttel und über einen Pendelverkehr die privaten Schiffe von Regas. 2 weitere Terminals, provisorische, befinden sich in der Errichtung, Stade und Wilhelmshaven 2. Wenn man grob rechnet, können pro Schiff 3 bis 5 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich angelandet werden. Es gibt Probleme bei den Hinterlandanbindungen und den Leitungen. Insofern kann man das nicht ganz statisch sagen. Die Speicher nähern sich der 80-Prozent-Marke. Das ist also gut. Das heißt, man kann Stand jetzt sagen, dass wir in eine ganz andere Versorgungslage reinkommen, als wir im letzten Jahr noch befürchten mussten. Stand jetzt schließt aber ausdrücklich mit ein, dass wir natürlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas Kapazität verloren haben und jetzt, ich habe es gerade gesagt, etwa 12 errichtet haben und es kämen dann vielleicht noch mal 8 bis 10 dazu, also knapp die Hälfte. Und sollte irgendwo ein Schadensfall passieren, sollte die Energiemenge, die Deutschland verbraucht, steigen und nicht geringer werden und vor allem sollte Ostdeutschland in einen Engpass reinlaufen, fehlen uns meiner Ansicht nach noch Kapazitäten. Sie dürfen eine Nachfrage stellen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich würde noch mal ein bisschen präzisieren wollen. Sie hatten ja gerade schon gesagt, dass es noch gegebenenfalls Kapazitäten bräuchte. Könnten Sie noch mal spezifizieren, wo es die bräuchte und unter welchen Umständen die notwendig werden könnten? Vielen Dank. Die Gasinfrastruktur ist in Deutschland ungefähr so gebaut, dass über die Niederlande den Rhein runter der Westen versorgt wird und über die Leitung Nord Stream 1 und dann durch Ostdeutschland, durch Tschechische Republik nach Bayern rein der Osten versorgt wird. Nord Stream 1 ist zerstört, Nord Stream 2 ist nicht operabel. Gas aus Russland kommt sowieso nicht, weil Putin es nicht mehr liefert. Das heißt, die Infrastruktur passt nicht zu der Wirklichkeit. Wir helfen uns im Moment, indem wir eine Leitung nutzen, die eigentlich von Ost nach West, von Lubmin nach Hamburg Süd führt, die sogenannte Nell, in die Gegenrichtung nutzen, um Ostdeutschland mit Gas zu versorgen. Diese Leitung ist allerdings nicht besonders groß. Sie ist unter Hochdruck und natürlich ist es auch so, dass das Gas zum Verbrauch fließt. Sollte es also wirklich in eine Knappheit reinkommen, denke ich,
würde es helfen, wenn der Osten Deutschlands weitere Infrastrukturmöglichkeiten bekommt. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Lenkert. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Habeck, der Speicher Rheden ist angeschlossen worden an die Pipelines aus Russland, die ehemaligen, und gleichzeitig an die westeuropäischen. Sämtliche Leitungen zwischen Ost- und Westdeutschland sind beidseitig bedienbar. Es gibt eine im Norden, es gibt eine in Mitteldeutschland, sprich bei Magdeburg. Es gibt eine weitere über Ferngas in Thüringen, Anbindung zwischen Ost und West. Und es gibt die Umgehungsmöglichkeiten, über Bayern und Tschechien den Osten mitzuversorgen. Ich frage Sie jetzt, wie Sie in Anbetracht dieser Situation behaupten können, es gäbe nur eine Leitung. Und die nächste Frage ist, wieso schaffen Sie mit einem Beschleunigungsgesetz feste Terminals, statt einfach die FSRUs zu nutzen und in einem geregelten Verfahren zu prüfen, welche LNG-Terminals notwendig sind und welche nicht? Frau Präsidentin, sehr geehrter Abgeordnete, die letzte Frage verstehe ich nicht, weil das Beschleunigungsgesetz ja auf die FSRUs zielt. Schon gezielt hat und auch zielt. Also insofern ist das beides logisch und ursächlich miteinander verbunden. Und dann habe ich eben schon ausgeführt, dass, und das ist ja auch, denke ich, logisch nachvollziehbar, wenn 55 Milliarden Kubikmeter Gas, die über Lubmin in den Osten und dann in den Südosten Deutschlands beziehungsweise dann in den Süden Deutschlands transportiert werden, fehlen, dass es ein infrastrukturelles Problem gibt. Man muss die Augen ja schon fast, naja, egal. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Wanaschak. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Habeck, Sie haben gerade die sozusagen eventuell vorhandene Notwendigkeit einer Möglichkeit im Osten etwas anzulanden angesprochen. Jetzt haben wir ja in den letzten Wochen und Monaten aus der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern sehr unterschiedliche Signale bekommen. Erst gab es einen großen Wunsch, dass dort LNG ankommt, dann gab es einen großen Protest dagegen. Jetzt gibt es einen Forderungskatalog über 950 Millionen Euro an den Bund, dass dort beispielsweise auch Hinterlandanbindung und andere Infrastrukturprojekte als Kompensation gezahlt werden sollen. Können Sie sagen, gibt es einen Hinweis darauf, ob die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern eine finale Entscheidung getroffen hat, ob sie sich in dieser Form an der Energieversorgung beteiligen möchte? Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, bevor wir das LNG-Gesetz in die Ressortabstimmung gegeben haben, gab es ja umfängliche Gespräche mit der Landesregierung und vor Ort. Ich selbst war noch einmal da und habe dort mit den Beteiligten, den Verbänden, den Bürgermeistern und Landräten gesprochen. Und danach gab es eine Pressekonferenz der beiden zuständigen Fachminister, Minister Meyer, Minister Backhaus. Und danach hat die Bundesregierung den Eindruck gewonnen, dass die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern dieses Projekt mitträgt und entsprechend dann die Aufträge, die dann da sind, die Anträge, die dann da sind, auch abarbeitet und dann zur Genehmigung führt. Ach so, und zu den Geldforderungen kann ich nichts sagen. Dafür sind meiner Kenntnis nach keine Rückstellungen im Haushalt getroffen worden. Bevor ich jetzt dem Kollegen Hilse das Wort erteile, möchte ich darauf hinweisen, der Minister, die Sitzungsleitung hat gewechselt. Das Selbstbestimmungsgesetz ist noch nicht in Kraft, sonst würde ich mich jetzt entscheiden. Herr Hilse, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Herr Minister, mein Vorredner sprach gerade von Protest gegen die Errichtung des LNG-Terminals auf Rügen. Wie Sie vielleicht wissen, ansonsten informiere ich Sie jetzt darüber, dass es einen Bürgerentscheid geben wird. Also das Quorum wurde erreicht, dass dieser Bürgerentscheid durchgeführt werden kann. Wenn jetzt also die Bürger auf Rügen sich dafür entscheiden oder gegen dieses LNG-Terminal entscheiden, liegt das natürlich in der Verantwortung der Landesregierung, darauf zu reagieren. Aber ich gehe davon aus, kann ich davon ausgehen, dass Sie dann auf die Landesregierung keinen Druck ausüben werden, um gegen diesen Bürgerentscheid dieses LNG-Terminal dann trotzdem zu richten? Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe es eben schon ausgeführt, die Bundesregierung heißt Bundesregierung, weil sie für die Energieversorgung und die Sicherheit ganz Deutschlands, des Bundes, verantwortlich ist. Das bedeutet natürlich auch, und das war in nicht so ausgeprägter Form, aber auch bei Wilhelmshaven und bei Brunsbüttel der Fall, dass es manchmal einen Konflikt mit den lokalen Interessen und politischen Meinungen gibt. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, als Bundesregierung die Energieversorgung in Deutschland sicherzustellen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage der Kollegin Henneberger. Ernst.
Dank. Aktuell erleben wir in Deutschland eine Dürre und dieses Jahr global kündigt sich bereits El Niño an. Mit der Klimakrise verstärkt wird es massive Auswirkungen haben auf Millionen von Menschen. Und natürlich müssen wir hier in Deutschland auch mit Blick auf den Aufbau unserer Infrastruktur darauf schauen, welche Infrastruktur bauen wir aus und wie können wir langfristig auch die Lock-in-Effekte für neue fossile Infrastruktur, wie können wir der Gefahr entgehen? Und deswegen wäre meine Frage, welche Maßnahmen sind notwendig, damit wir auch einen schnellen und zügigen Gasausstieg in Deutschland voranbringen? Herr Präsident, Frau Abgeordnete, etwa die Hälfte des Gases, das wir in Deutschland verbrauchen, wird in der Industrie verbraucht und die andere Hälfte beim Heizen. Über das Heizen sprachen wir schon. Wenn man die Abhängigkeit von Gas verringern will, macht es natürlich allemal Sinn, möglichst schnell zu dekarbonisieren. Also wenn man beispielsweise die Kapazitäten auf Mukran in Frage stellt, dann müsste man eigentlich für sehr viele Wärmepumpen oder Alternativen argumentieren und reden. Und für die Industrie habe ich jedenfalls ansatzweise Zahlen skizziert, die gerade da helfen sollen, dass sie von den fossilen Energien, also auch vom Gas, runterkommen. Gilt beispielsweise für die Glasindustrie, wo wir mit verschiedenen Akteuren im Gespräch und in Förderprogrammen sind. Ansonsten haben Sie recht, die klimatischen Entwicklungen sind dramatisch. Ich will das eindeutig unterstreichen. Minister. 40 Grad in Spanien, brennende Wälder, nicht nur in Kanada, sondern auch in Brandenburg. Das heißt, wir sollten wirklich handeln. Eine weitere Nachfrage des Kollegen Ernst, Fraktion Die Linke. Herr Minister, Sie haben eben dargestellt, dass Russland ja kein Gas mehr liefert. Ich habe da im Unterton so ein Bedauern festgestellt. Heißt es, dass Sie eigentlich wollen, dass Russland uns wieder Gas liefert? Und wenn ja, was tun Sie dafür, dass das der Fall ist? Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass nach meiner Kenntnis ja momentan Russland auch Gas durch die Ukraine durchliefert und offensichtlich das in Ostdeutschland ankommt. Wie bewerten Sie diese Umstände? Herr Präsident, sehr geehrter Herr Abgeordneter Ernst, dass Sie das so verstanden haben, muss an einer gewissen Selbstreferenzialität liegen. Ich bin heilfroh, dass wir kein Gas mehr aus Russland bekommen und von mir aus sollte es auch dabei bleiben. Das Gas wird nur Gas, das über die Ukraine oder Türkstream nach Osteuropa kommt, wird sozusagen nur in molekularen Bestandteilen noch in Ostdeutschland ankommen, im Grunde nicht. Es gibt keine Lieferverträge mehr mit Russland, die Gas aus Russland nach Deutschland holen. Vielen Dank, Herr Minister. Damit kommen wir zur nächsten Hauptfrage der Kollegin Caroline Bachmann, Fraktion AfD. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bauministerin Geiwitz, der Bundestag hat sich einer flächenintensiven Energie- und Wärmewende verschrieben. Und erst letzten Donnerstag haben wir im Rahmen des Gesetzes zur Bauleitplanverfahren die nutzbaren Flächen für PV und Wind ausgeweitet und die nutzbaren Flächen für die Unterbringung von Flüchtlingen beschlossen. Auf der anderen Seite verfolgt die Bundesregierung durch das bereits 2015 formulierte integrierte Umweltprogramm 2030, das den Flächenverbrauch hierzulande bis zum Jahr 2050 auf ein Netto-Null zurückfahren soll. Ich sehe hier einen Zielkonflikt und möchte Sie fragen, wie viel Fläche haben Baumaßnahmen im Zuge der Masseneinwanderung seit 2015 und der Ausbau der Wind- und Solarindustrie bislang verbraucht und mit wie viel Flächeninanspruchnahme aufgrund dieser Projekte rechnen Sie im Zusammenhang in der Zukunft? Herr Präsident, Frau Abgeordnete, danke. Deutschland ändert sich. Das führt zu unterschiedlichen Flächenbedarfen. Wir steigen in den Ausbau der erneuerbaren Energien ein. Das braucht natürlich Fläche. Gleichzeitig steigen wir aus in den Abbau von Braunkohle. Ich komme selber aus Brandenburg und ich kann Ihnen empfehlen, schauen Sie sich mal einen Braunkohletagebau an, dann wissen Sie, was das für ein Flächenverbrauch ist. Und natürlich
sind wir in einer Situation, dass Deutschland wächst, dass wir mehr Wohnraum brauchen und wir entwickeln Strategien, dass wir flächensparend bauen. Das heißt zum Beispiel Aufstockung und Nachverdichtung in jetzt schon gebrauchten Flächen. Und wir haben natürlich das Interesse daran, dass wir auch der Natur entsprechend Raum reservieren. Da gibt es gerade Anstrengungen zwischen dem Umweltministerium und meinem Haus, entsprechend auch Räume zu reservieren für die Natur in Deutschland, für die Landwirtschaft und für die Menschen, aber natürlich auch für die Produktion von Energie. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage vorgelegt, bitte. Ja, ich möchte gerne eine Nachfrage an Sie stellen, Frau Ministerin Geiwitz, im Fokus auf, wir gucken uns jetzt den Ausbau PV und Wind einmal an. Sie sprachen jetzt auch gerade dass Sie die Naturschutzgebiete etc. auch ausweiten wollen. Also ich sehe nach wie vor einen Zielkonflikt zwischen dem Ausbau von PV und Wind und meinetwegen Ihren ausgewiesenen Naturschutzgebieten und dem Netto-Null-Ziel und möchte Sie bitten, wie Sie diesen Zielkonflikt in Zukunft auflösen wollen. Dankeschön. Herr Präsident, das ist zum einen so, dass wir natürlich eine Strategie haben, dass man Flächen doppelt nutzen kann. Die Bundesregierung hat gerade die Bedingungen zum Beispiel für Agri-PV ganz deutlich verbessert. Dann nutzen wir natürlich Flächen, die schon mal verbraucht wurden. Wir haben das Baugesetzbuch geändert, sodass zum Beispiel ehemalige Tagebauflächen, die ja schon in Anspruch genommen wurden, genutzt werden können, um Windenergie aufzubauen oder Solaranlagen hinzustellen. Und wir nutzen jetzt gebrauchte Flächen intensiver, indem wir zum Beispiel in die Höhe bauen, eine Strategie für den Dachgeschossausbau. Und ganz wichtig ist natürlich, dass wir renaturieren. Diese Bundesregierung gibt 4 Milliarden aus für ein Klimaschutzprogramm, was auch einen großen Anteil von Renaturierung beinhaltet, sodass wir nicht nur als Menschheit Fläche verbrauchen, sondern der Natur auch Fläche wieder zurückgeben. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, die Kollegin Schröder, Bündnis 90 Die Grünen. Ministerin Geiwitz, dass Sie schon die große Zukunftsaufgabe Flächenverbrauch so ausgeführt haben und unsere Anstrengungen, die wir mit als Parlament, mit Ihnen als Ministerium und mit anderen Ministerien in den letzten Monaten getätigt haben. Nun steht die große Baugesetzbuchnovelle im Herbst an und auch dort wird eben Umnutzen, Aufstocken ein wichtiges Thema sein, also die Innenentwicklung und gleichzeitig den Schutz des Außenbereichs und das unter den verschärften Bedingungen des Klimawandels und der Klimaanpassung. Könnten Sie uns vielleicht schon ein paar Eckpunkte dazu skizzieren? Ja, ein großes Thema wird sicherlich das flächensparende Bauen sein. Und dazu braucht es ganz viele Bedingungen. Sie wissen ja, dass der Wohnflächenkonsum in Deutschland gestiegen ist von 25 Quadratmetern in den 50ern jetzt auf über 40. Und das hängt nicht immer nur damit zusammen, dass die Menschen sehr viel Wohnraum individuell haben, sondern dass wir zum Beispiel einen Fehlbedarf haben und zu wenige barrierefreie Wohnungen, sodass Ältere gar nicht aus ihren großen Wohnungen in barrierefreie umziehen können. Das heißt, es gibt ganz viele Stellschrauben, die wir schaffen können. Ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass wir Umnutzung erleichtern. Wir haben leerstehende Büroflächen, die einfacher als bisher auch in Wohnungen umgebaut werden können. Und wir wollen die unterschiedlichen Sachen, Gewerbe, Wohnen, aber natürlich auch Restaurants stärker zusammenbringen. Das heißt, die gemischte, genutzte Stadt ist unser Ziel. Und da sind wir auch in guten Gesprächen mit dem Umweltministerium, was die Änderung der THLM anbelangt. Also es ist ein ganzer Blumenstrauß, den man machen muss, um flächensparend in Deutschland zu wirtschaften. Vielen Dank. Es gibt eine weitere Nachfrage des Kollegen Brandner. Vielen Dank, Herr Präsident. Und zwar ganz, ganz nah an der Ausgangsfrage der Kollegin Bachmann. Ich habe die Frage der Kollegin Bachmann eigentlich ganz konkret verstanden. Sie hat die gefragt, wie hoch war bisher der Flächenverbrauch für Photovoltaik, Windkraftanlagen und im Rahmen der Massenzuwanderung seit 2015? Wie hoch konkret war er bisher und wie prognostizieren Sie ihn für die Zukunft? Da habe ich bisher keine einzige Zahl von Ihnen gehört. Ich gebe Ihnen damit gerne nochmal die Gelegenheit, das hier zu konkretisieren. Herr Präsident, beim Windausbau ist es so, dass wir ein Flächenziel haben. Wir haben es verabschiedet im Deutschen Bundestag. Die Ziffern sind Ihnen also bekannt. Das ist je nach Windhäufigkeit in den Bundesländern unterschiedliche Ausbauziele. Pi mal Daumen kann man sagen, 2%
der Landesfläche für den Ausbau von Windenergie. Das zweite ist die Frage von Solar. Da kann man nicht einfach aufgrund der Fläche der Solaranlagen in Deutschland auf den Flächenverbrauch abstellen, weil wir natürlich gerade im Bereich von Solar ganz häufig Doppelnutzungen haben. Zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach ist ja kein zusätzlicher Flächenverbrauch, weil da steht ja schon ein Haus auf der Fläche. Und natürlich Agri-PV, das hatte ich auch gesagt, ist ja eine Doppelnutzung, weil man hat sowohl eine landwirtschaftliche Nutzung als auch die Produktion von Solar. Und auch bei der Frage, wie viel zugebaut wurde, ist es so, dass wir in Deutschland natürlich gleichzeitig einen großen Leerstand haben und einen zusätzlichen Bedarf an Wohnungen in den Innenstädten, in den Ballungsstädten. Also kann man auch nicht eins zu eins von der gestiegenen Bevölkerungsanzahl auf den gestiegenen Flächenbedarf umrechnen. Vielen Dank. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen und die Mitglieder der Bundesregierung, auf das Zeitmanagement zu achten. Ich fühle mich immer ein bisschen überfordert, jedes Mal reingrätschen zu müssen. Aber ich werde es tun. Als nächster Nachfrager ist der Kollege Wiener, CDU-Fraktion, an der Reihe. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Geiwitz, eine Frage an Sie. Die meisten Wohnungen werden ja tatsächlich auch von privater Hand gebaut, damit auch privat finanziert. 400.000 ist das Ziel, wird nicht erreicht. Wir erleben aber, dass wir es mit dramatisch geänderten Finanzierungsbedingungen zu tun haben. Ja, während vielleicht vor ein paar Monaten man noch einen Kredit für unter 1% bekommen könnte, ist man jetzt locker mit 4% dabei. Das hört sich harmlos an, das ist massiv. Ja, also wenn Sie eine Immobilie finanzieren müssen, fremdfinanzieren Herr Kollege, müssen. Erstens kommen Sie bitte zum Schluss und zweitens gehört das nicht zur Hauptfrage. Es geht um Flächen und nicht um die Frage der Finanzierung von Wohnungsbau. Insofern Frage der Finanzierung. Weise ich die Frage zurück. Okay. Nächster Nachfrage ist der Kollege Lenkert. Vielen Dank, Herr Präsident. Frau Bauministerin Geiwitz, der Wohnungsneubau ist auch aus Gründen erforderlich, dass die Wohnfläche je Einwohner und gestiegen ist in den letzten 30 Jahren von 37 Quadratmeter auf fast 50 Quadratmeter. Einer der Hauptgründe ist immer größere Wohnungen für immer weniger Menschen, also Luxussanierung, also Villen mit 200 bis 400 Quadratmetern Wohnfläche und mehr. Gleichzeitig die Umnutzung von Wohnraum zu anderen Zwecken. Welche Maßnahmen werden Sie unternehmen, damit diese missbräuchliche Verwendung bzw. diese überdimensionierten persönlichen Wohnflächen reduziert werden, um eben den Neubau dadurch verringern zu können? Herr Präsident, die Frage ist nicht ganz passend zu den tatsächlichen Zahlen, die wir haben. Die Wohnfläche variiert eher nach dem Alter. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich gesagt habe, dass viele ältere Menschen keine barrierefreien Wohnungen finden. Und das Zweite, die Bundesregierung hat die Förderung umgestellt von einer KfW-Förderung, die keinen Bezug hatte zur Fläche des geförderten Projektes, zu einem ganz starken Schwerpunkt der Förderung des sozialen Wohnungsbaus, wo es entsprechende Flächenobergrenzen gibt. Und wir haben ein neues Qualitätssiegel nachhaltiges Bauen eingeführt. Und dieses Qualitätssiegel hat auch den Aspekt des flächensparenden Bauens beinhaltet. Und ansonsten ist es häufig so, dass nicht die großen Villen am Stadtrand das Problem des Flächenbedarfs sind, sondern der Flächenverbrauch findet eher im ländlichen Raum statt. Und da ist es so, dass es wir da auch massiv an Mietwohnungen mangelt und deswegen ganz viele ältere Menschen auch in ihren dann zu großen Einfamilienhäusern leben. Das ist ein Resultat der mangelnden Durchmischung in dem Bereich. Also wenn Sie das mit dem Zeitverbrauch so weitermachen, haben wir ein Problem. Letzte Nachfragerin zu diesem Themenbereich, die Kollegin Ley, Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben gerade ja erwähnt, und daran will ich anknüpfen, dass viele ältere Menschen sehr viel Wohnfläche haben. Wir haben als Linke immer die Meinung vertreten, wer als älterer Mensch in seiner Wohnung bleiben möchte, der soll das dann eben auch tun können. Aber immer wieder sprechen mich ältere Menschen an und sagen, wir würden eigentlich gerne in eine kleinere Wohnung umziehen wollen, weil wir sie dann eben zum Beispiel auch eine barrierefreie Wohnung, weil damit wir sie dann eben auch besser unterhalten können. Aber diese Umzugsmöglichkeiten sind eben nicht gegeben, weil eine kleinere Wohnung teurer wäre. Deswegen haben wir das Recht auf einen Wohnungstausch zu den gleichen Bedingungen vorgeschlagen. Wie stehen Sie dazu?
Herr Präsident, ich entschuldige mich für meinen Redefluss. Ich hatte im Vergleich zu Herrn Habeck selten Gelegenheit auszuführen und habe mich vielleicht ein bisschen zu sehr darüber gefreut. Ansonsten, Frau Ley, es gibt kein Verbot, Wohnungen zu tauschen, und wir fördern auch mit sehr vielen Millionen, auch dank der Unterstützung des Bundestages, den Umbau von Wohnungen zu barrierefreien Wohnungen. Und vor Ort gibt es sehr viele Initiativen der Wohnungswirtschaft, die genau solche Modelle auch vor Ort anbieten. Man muss allerdings auch sagen, dass die Nachfrage trotzdem sehr gering ist. Vielen Dank, Frau Ministerin. Ich kann das verstehen, dass Sie in Relation zu Herrn Habeck auch etwas mehr reden wollen. Nächster Fragesteller wäre in einer Hauptfrage der Kollege Michael Kruse, FDP-Fraktion, den ich aber nicht... Nein, ich ist gut. Also der Kollege Huhm fragt anstatt des Kollegen Michael Kruse. Bitte, Herr Kollege Huhm. Herr Präsident, Sie waren nicht anwesend. Der Kollege Kruse konnte seine Frage schon loswerden. Herr Minister Habeck, Sie haben im Mai ausgesprochen, sich für eine staatliche Kontrolle von Auslandsinvestitionen, ein sogenanntes Outbound Investment Screening, einzuführen. Wann wird es zu konkreten Vorschlägen hier aus dem BMWK kommen? Herr Präsident, sehr geehrter Herr Huhm, ich habe eben eingangs gesagt, dass ich glaube, Wirtschaftspolitik ist Wirtschaftssicherheitspolitik. Das heißt, wir arbeiten seit Anbeginn der Legislatur daran, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um beispielsweise Investitionen im Ausland zu diversifizieren. Wie Sie wissen, wenn Sie sich daran erinnern, auch das Inbound-Screening zu verschärfen und gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur oder der kritischen Wirtschaft auch Investitionen mal zu untersagen. Ich verweise darauf hin, dass beispielsweise VW keine Förderung mehr für ein nachgelagertes Werk in Xinjiang bekommen hat, wegen der Lage der Uiguren dort. Und wir sind auch dabei, das Outbound-Screening weiterzuentwickeln. Wir werden auf die Ressorts zukommen. Kollege Huhm, Sie haben eine Nachfrage, bitte. Eine kurze Nachfrage, Herr Minister. Sie haben eben auf die unterschiedlichen Handelsverträge, die wir auf EU-Ebene abschließen, hingewiesen. Inwieweit sehen Sie dort einen Konflikt, dass wir einerseits in Anführungszeichen neue Freunde suchen für Deutschland, um unsere Exportwirtschaft zu stärken, andererseits aber intern vielleicht Regelungen finden, die genau Drittstaaten eher vergraulen? Sie müssten mir, wenn Sie erlauben, noch präzisieren, worum es geht. Ich kann die Frage nicht einordnen. Wen vergraulen wir? Wenn wir ein entsprechendes In- und Outbound-Kontrollinstrument schaffen, heißt das natürlich, dass Drittstaaten, mit denen wir gleichzeitig über Handelsverträge debattieren, den Eindruck haben könnten, dass sie hier nicht willkommen sind, beziehungsweise dass wir unsere Industrie daran hindern wollen, dort zu investieren. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Es gibt ja jetzt schon Exportkontrollen. Also schon jetzt werden Güter, die exportiert werden, geguckt, ob sie der Sicherheit und der Ordnung der Bundesrepublik Deutschland zuwiderlaufen. Der Unterschied zu einem Outbound-Screening, einem systematischen, wäre, dass man sich bestimmte Sektoren anschaut und beispielsweise die Menge aller Auslandsinvestitionen oder die Menge aller produzierten Güter oder die Klassifizierung von bestimmten Techniken systematisch vornimmt. Also nicht einzelfallbezogen entscheidet, sondern sich einen Überblick verschafft, welche medizinischen, militärischen, technischen Güter Deutschland oder Europa produziert, die andere nicht haben, wo wir noch Technologieführerschaft haben und ob es im Interesse ist, dass diese Technologieführerschaft möglicherweise gefährdet wird. Also die Systematik dahinter ist der Unterschied. Und das, finde ich, ist berechtigtes Interesse einer selbstbewussten Wirtschaftspolitik, eines selbstbewussten Landes. Vielen Dank. Weitere Nachfrage, die Kollegin von Storch, AfD-Fraktion. Herr Präsident, vielen Dank. Das Stichwort ist Auslandsinvestitionen, an das ich anknüpfen möchte. Es gibt auch Unternehmen, die aus dem Ausland in Deutschland investieren, und das ist Intel. Und Sie haben gerade verkündet, dass wir Intel jetzt fördern mit 10 Milliarden Euro Steuergeld. Ich frage vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der größte Einzelaktionär bei Intel laut Börse.de BlackRock ist.
BlackRock hält über 8% Anteile, Vanguard hält etwas mehr als 8% Anteile, die beiden zusammen sind die größten Anteilseigner. Haben Sie den Eindruck, dass es Interessenkonflikte deswegen geben können, dass eine Firma mit 10 Milliarden Euro gefördert wird, von denen die Grundsatzreferentin in geschäftlichen Beziehungen gestanden hat? Ich rede von Elga Bartsch, die bei BlackRock gewesen ist. Nein, den Eindruck habe ich überhaupt gar nicht, weil die ganzen Förderungsentscheidungen nicht über die Grundsatzabteilung laufen. Weitere Nachfrage hat der Kollege Kaufmann, AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Nachfrage hinsichtlich der Intel-Chip-Fabrik geht in eine andere Richtung. Diese Fabrik ist ja im Wesentlichen eine Kopie bestehender Fabriken, die schon anderswo auf der Welt so existieren. Also sprich, das Know-how kommt aus dem Ausland, das Chip-Design kommt aus dem Ausland, die Maschinen kommen aus dem Ausland im Wesentlichen. Im Prinzip bauen wir hier für 10 Milliarden eine Werkbank für einen ausländischen Halbleiterhersteller. Hätte es nicht viel bessere Möglichkeiten gegeben, diese 10 Milliarden einzusetzen, um wirklich die deutsche Industrie zukunftsfähig zu machen und in neue Technologien zu investieren? Herr Präsident, ich nehme an, die Frage ging an mich. Erst einmal ist es nicht richtig. Intel wird, und das hat sich verändert, neueste, noch nicht auf dem Markt existierende Chips produzieren dort. Das heißt, dort ist echte Technologieführerschaft zu erwarten, zusammen mit Wissenschaft und Forschung, die dahin führen wird. Zweitens ist es so, dass der deutsche Maschinenbau exponentiell profitieren wird von diesem Auftrag, weil die Maschinen, die für die Chipsproduktion möglich sind und auch die optischen Geräte maßgeblich in Deutschland produziert werden. Das heißt, das geht tief in die Lieferketten rein. Drittens ist es so, dass wir zuvor in Gesprächen waren über ein Invest von 17 Milliarden Euro von Intel, das wir mit knapp 7 Milliarden unterstützt hätten. Das ist schon eine Vorentscheidung gewesen. Das Invest hat sich jetzt quasi verdoppelt auf über 30 Milliarden plus. Wir legen allerdings nur 3 Milliarden drauf. Wenn Sie also nur die Zahlen nehmen, dann würde ich sagen, hat sich der Kosten-Nutzen-Verhältnis deutlich verbessert. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage hat der Kollege Außendorf, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Frage richtet sich an Minister Habeck. Die Europäische Kommission hat ja heute ihre Strategie zur wirtschaftlichen Sicherheit vorgestellt. Auch da steht die Frage der Unabhängigkeit von Schlüsseltechnologien im Vordergrund. Wie bewerten Sie das in Bezug auf die hier genannten Fragestellungen bezüglich auf die digitale Souveränität, digitale Leitmärkte, also Halbleitermärkte, Cloud-Infrastrukturen und Telekommunikation? Vielen Dank für die Frage. Ich halte das für hilfreich, was die Europäische Union vorgeschlagen hat. Es deckt sich mit Überlegungen, die wir selber angestellt haben. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass wir nicht in einem geopolitischen Umfeld leben, wo wir davon ausgehen können, dass Wettbewerb, die Freiheit der Märkte und der ungehinderte Handel von Waren, Gütern und Dienstleistungen das alleinige Ziel ist, sondern natürlich ist Wirtschaftspolitik im Energiebereich klar zu sehen, aber natürlich auch gerade bei den Schlüsseltechnologien der Zukunft auch Macht- und Interessenpolitik. Wenn man sich anschaut, welche Kapazitäten Deutschland und Europa dort hat bei den kritischen Gütern, gerade bei den Halbleitern, dann muss man sagen, wir haben dramatischen Aufholbedarf, wenn wir einigermaßen souverän handeln wollen. Vielen Dank. Ich sehe keine weitere Nachfrage zu der Hauptfrage. Dann ist der nächste Hauptfragesteller der Kollege Pascal Meiser, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Habeck, Ihr Staatssekretär Philipp ist ja heute Morgen trotz anderlautender vorheriger Zusagen zum zweiten Mal jetzt infolge der Ladung in den Wirtschaftsausschuss nicht nachgekommen. Ich finde es durchaus ein starkes Stück. Denn es ist weiter offen, wie es sein kann, dass Unternehmen, an denen er direkt und indirekt beteiligt ist, vom Bund von mit über 1 Million Euro gefördert worden und von seinem eigenen Ministerium mit über 600.000 Euro. Und da er heute Morgen nicht antworten konnte, meine sehr konkreten, sehr einfachen Fragen an Sie. Erstens, seit wann ist Ihrem Ministerium bekannt, dass es diese Beteiligung gibt, die auch von Ihrem Hause gefördert wurden? Zweitens, wie wurde sichergestellt, dass Staatssekretär Philipp an Entscheidungen, die diese Unternehmen, an denen er mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, nicht beteiligt ist in keinster Form? Und drittens, können Sie ausschließen, dass es jenseits der bisher presseöffentlich bekannt gewordenen Fälle weitere Unternehmensbeteiligungen gibt, bei denen es auch zu einer Förderung durch Ihr Haus gekommen ist?
Herr Präsident, Herr Abgeordneter, ich weiß nicht, ob Sie am Anfang der Fragestunde schon da waren. Wenn nicht, wiederhole ich mich an der Stelle. Meiner Ansicht nach ist in dem Ausschuss, der ja öffentlich übertragen wurde, protokolliert und für alle nachsehbar ist, nehme ich jedenfalls an, dass der Stream noch irgendwo gespeichert ist, alles beantwortet worden. Ich bin gerne bereit, mehr Transparenz zu schaffen, dann allerdings für alle. Ich weise darauf hin, dass Fondsanlagen für alle möglichen Fonds den Ministern, den Staatssekretären, auch den Abgeordneten zur Verfügung stehen, dass es kein Problem darin gibt, dass Entscheidungen vom Haushaltsausschuss, vom Gesundheitsausschuss, vom Landwirtschaftsausschuss natürlich auch Einfluss haben auf Strategien von Unternehmen. Ich bin gerne bereit, das zu ändern, die Transparenz auf alle Ministern und Ministerinnen auszudehnen, dass man seine Anteile, seine Anlagen Transparenz macht. Ich wäre auch bereit, das für den Deutschen Bundestag zu überlegen, allerdings nicht nur Einzelfallentscheidungen auf eine Person bezogen. Vielen Dank. Eine Nachfrage, Herr Meiser, bitte schön. Herr Habeck, ich bin von Anfang an da und auch ganz bei Sinnen. Ich habe auch Ihre Antwort auf die Frage des Kollegen Dorz gehört und ich habe auch Ihre Antworten auf meine Fragen gehört und Sie haben sie nicht beantwortet, um das deutlich zu sagen. Es sind sehr konkrete Fragen. Es geht nicht um irgendwelche Beteiligungen von irgendjemand anders, sondern um die Beteiligungen eines Staatssekretärs, die öffentlich geworden sind und wo das eigene Haus auch Fördermittel bewilligt hat, diesen Unternehmen zugutekommen sind. Da habe ich konkrete Fragen gestellt. Sie wollen nicht antworten. Ich frage eine andere Frage dann vielleicht. Sind die denn andere Beteiligungen in der Bundesregierung oder bei Staatssekretären bekannt, wo auch vom eigenen Haus entsprechende Fördermittel in dieser Größenordnung ausgewiesen wurden? Oder ist der Fall Philipp doch ein Einzelfall? Also, Herr Präsident, mit Verlaub, ich wiederhole mich. Ich bin gerne bereit, dann die gesamte Bundesregierung zu verpflichten, alle ihre Vermögensanteile und alle Entscheidungen, die damit verbunden sind, zu verpflichten, das aufzulegen. Die Fragen, die Sie gestellt haben, sind meiner Ansicht nach alle beantwortet worden. Und teilweise waren die Damen und Herren ja dabei. Sind in keinster Weise beantwortet. Eine weitere Nachfrage von der Kollegin von Storch. Ja, vielen herzlichen Dank. Sie haben gerade im Kontext von Frau Elga Bartsch von BlackRock gesagt, sie ist nicht befasst mit der Förderung von Intel beispielsweise. Deswegen die grundsätzliche Frage, ist die Dame in der Grundsatzabteilung grundsätzlich damit befasst, hat sie eine grundsätzliche Meinung dazu, dass in zweistelligen Milliardenbeträgen Unternehmen gefördert werden, die an den BlackRock beteiligt ist. Hat sie eine grundsätzliche Haltung zu der Förderung von BlackRock getragenen Unternehmen oder aber von Subventionen für ausländische Großkonzerne? Gibt es da eine Haltung von Frau Elga Bartsch dazu? Herr Präsident, ich bin kein Gedankenleser. Was soll ich dazu sagen? Gut, das war auch eine Antwort so. Damit kommen wir zur nächsten Hauptfrage der Kollegin Julia Klöckner, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Herr Minister, Deutschland verliert massiv an wirtschaftlicher Kraft und rutscht ab in die Schlussgruppe der Industrieländer, abgehängt von China, von den USA, von Frankreich, Italien. Wir sind nur noch knapp vor Russland, Platz 18 von 21 Industrienationen. Die OECD traut uns dieses Jahr kein Wachstum mehr zu. Andere Länder in der EU, die wachsen. Deutschland aber hat mit einer handfesten Rezession zu kämpfen. Es braucht ein Sofortprogramm Wirtschaft jetzt. Sie als Bundeswirtschaftsminister müssten eigentlich in dieser schwierigen Lage, wäre ich gut, andere lachen drüber über diese schwierige Wirtschaftslage. Ich finde sie besorgniserregend. Sie müssten eigentlich ein starker Anwalt für die Wirtschaft sein, aber Sie sind verantwortlich für mehr Regulierung und Bürokratie. Sie haben einen Industriestrompreis 6 Cent vorgeschlagen. Umgehend wurde der einkassiert von Ihrem Koalitionspartner. Und jetzt meine Frage, was ist denn nun mit Ihrem Industriestrompreis? Kommt er? Wenn ja, wann? Herr Präsident, Frau Abgeordnete, erlauben Sie mir darauf hinzuweisen, dass die Studie der Stiftung Familienunternehmen Deutschland seit Jahren in dem Abstieg gesehen hat. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie selbst Verantwortung in der Bundesregierung getragen. Der Grund ist hohe Bürokratie in Deutschland, hohe Steuersätze und fehlende Facharbeiter. Das ist der Grund. Dazu ist erschwerend im letzten Jahr gekommen, dass Deutschland abhängig war, gerade im industriellen Bereich, von russischem Gas, maßgeblich unterstützt durch die alte Bundesregierung, die dort nie ein Problem gesehen hat. Insofern ja, wir sind in einer dramatischen Lage. Ich mache mir da gar keine Illusionen, aber es ist eine Lage, die über Jahre aufgebaut wurde und die wir jetzt versuchen, nachdem wir die kurzfristige Krise abgewandt haben, zu beheben.
mit einer Energie und einer Bereitschaft in die Konflikte zu gehen, die gut hätte schon 10 Jahre lang an den Tag gelegt werden können. Was der Industriestrompreis angeht, nun ist es ja eine Fragestunde der Regierung, aber ich erlaube mir den Hinweis, dass ich die Union so verstanden habe, dass sie nicht dafür ist und auch keine anderen Alternativen bereitgestellt hat. Ich selbst bin dafür und wir sind in den Gesprächen, ob und wie wir ein solches Instrument schaffen können. Bisher gibt es da noch keine Einigung in der Bundesregierung, aber ich selbst bin dafür, dass er kommt. Vielen Dank, Frau Kollegin Klöckner. Sie haben eine Nachfrage, wie ich sehe. Eine Nachfrage, Herr Präsident. Also Rezession hat es unter der vergangenen Bundesregierung nicht gegeben, sondern die Wirtschaft ist gewachsen. Also Ihr Industriestrompreis, können Sie uns nicht sagen, wann er kommt, ob er kommt. Vorschlag unsererseits, auch Frage an Sie, wann könnte ja die Stromsteuer, es geht nicht um die energieintensiven Unternehmen, die sind ja da entlastet, die Stromsteuer senken. Ohne beihilferechtliche Probleme, nämlich auf 0,1 Cent oder 0,05 Cent für die Unternehmen. Das würde beiden Seiten helfen. Und deshalb die Frage, sind Sie für die Senkung der Stromsteuer, die umgehend, unmittelbar und ohne beihilfliche Probleme Betriebe und Bürger entlasten würde? Frau Abgeordnete Klöckner, ich verweise noch einmal darauf, dass der Ukraine-Krieg, der Angriff Russland und damit die Abhängigkeit von russischem Gas, die ja politisch gewollt war, es war, so zitiere ich die alte Bundesregierung, ein rein wirtschaftliches Projekt, die Gaslieferung, und jetzt reden wir hier über Wirtschaftssicherheit, dass das die Rezession verursacht hat. Das hat Deutschland in die Krise geführt. Hätten wir kein russisches Gas gehabt, wir wären ganz anders davor gewesen und Europa auch. Das hätte man ja auch vorher sehen können, vom Verkauf der Speicher an Gazprom bis zur gegen alle europäischen Warnungen durchgehaltenen Abhängigkeit von russischem Gas. Was die Stromsteuer angeht, so ist sie ja direkt haushaltswirksam. Insofern, ich selbst würde natürlich mich freuen, wenn Unternehmen und Betriebe und Bürgerinnen und Bürger weniger bezahlen müssten. Aber es würden sofort 7 bis 8 Milliarden in dem Haushalt fehlen, die wir an anderer Stelle im Moment nicht schließen können. Deswegen, wenn man die Schuldenbremse einhalten will, kann man ehrlicherweise nicht fordern, dass die Stromsteuer abgesenkt wird. Sonst müsste man einen 7 bis 8 Milliarden teuren Gegenvorschlag machen, den ich auch noch nicht gehört habe. Vielen Dank. Ich will darauf hinweisen, dass eigentlich die Zeit abgelaufen ist, aber ich habe noch Nachfragen des Kollegen Kuban, der Kollegin Detzer, des Kollegen Lenkert und des Kollegen Maracak. Die lasse ich noch zu und dann ist diese Runde zu Ende. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister Habeck, Sie haben die hohen Steuersätze in Deutschland angesprochen. Und auch dabei geht es um das Thema der Investitionssicherheit in Deutschland. Und die Frage ist daher sehr konkret. Sie haben gesagt, es ist haushaltswirksam, aber der Bundesfinanzminister hat ja nun sehr deutlich vorgeschlagen, dass es ein Paket geben soll für eine Unternehmenssteuerreform. Werden Sie ihn dabei persönlich unterstützen, um die Unternehmen auch zu unterstützen, dass sie hier bessere steuerliche Bedingungen vorfinden und nicht von anderen Seiten angelockt werden, wie beispielsweise von Amerika durch den IRA? Herr Abgeordneter Kuban, ich wäre erst einmal froh, wenn ich die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur halten könnte, die GRW-Aufgabe. Im Moment sind wir dabei, überall zu kürzen. Und da wäre in der Tat erst einmal zu schauen, dass man bestehende Programme halten kann, bevor man dann an anderer Stelle wieder kürzen würde. Also unterstützen Sie nicht. Vielen Dank. Nächste Nachfrage hat die Kollegin Detzer. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Frage geht an den Bundeswirtschaftsminister. Der Chef eines der größten Private Equity Fonds hat heute im Handelsblatt davon gesprochen, dass in Deutschland massive Investitionschancen bestehen, dass er in Deutschland investieren wird, dass er insbesondere durch den Ausbau der Erneuerbaren große Möglichkeiten sieht, auch dauerhaft günstige Energiepreise zu haben. Ich frage Sie, inwiefern schadet es dem Standort, dass aus Oppositionsseite schlecht geredet wird, was hier dieses Land leisten kann, was Unternehmen und Beschäftigte leisten können und was müssen wir weiter unternehmen, damit Deutschland ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt. Vielen Dank, Herr Präsidentin. Frau Abgeordnete Detzer, ich habe ja schon mehrfach darauf hingewiesen, man kann das aber auch leicht abfragen oder nachlesen, mit welchen massiven Investitionen des Auslands wir im Moment zu tun haben. Intel ist hier etwas länger besprochen worden. Es handelt sich um die größte jemals
im Einzelfall gewesen Investitionen in Deutschland. Andere Unternehmen tun das ebenfalls. Wir haben eine Herausforderung bei der energieintensiven Industrie, Stahl, Chemie, Kunststoffindustrie. Und da wiederum würde ich tatsächlich sagen, scheitert es dem Standort, wie übrigens auch der Wärmewende, dass die Union im Moment gegen die Gelder, die dafür reserviert sind, klagt. Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren. Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Nächste Nachfrage, der Kollege Lenkert. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Habeck, ein Industriestrompreis ist sicherlich richtig, aber die Kosten sind gewaltig. Und die Frage, die ich Ihnen stelle, warum Sie nicht die leichten Potenziale heben? Derzeit gibt es immer noch die meisten Rabatte bei Stromkundinnen und Kunden, die Großabnehmer sind, wenn sie 8.760 Stunden im Jahr dieselbe Strommenge aus dem Netz beziehen. Sie haben letztes Jahr versprochen, dass dieses Jahr eine Netzentgeltstrukturänderung kommt, die eben das beseitigt. Ich möchte darauf hinweisen, dass dadurch eben Kundinnen und Kunden nicht mehr Strom abnehmen, wenn er vorhanden ist, sondern die Windräder und Solaranlagen abgeschaltet werden müssen und dann extra bezahlt werden müssen, obwohl der Strom nicht genutzt werden kann. Und daran ist die Netzentgeltstruktur schuld. Wann ändern Sie dieses Gesetz? Sie haben es zugesagt für dieses Frühjahr. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, Herr Präsident. Das Gesetz ist ja das Energiewirtschaftsgesetz, befindet sich in der parlamentarischen Beratung. Sobald es das Parlament durchlaufen hat, ist die Bundesnetzagentur ermächtigt, die Netzentgeltstrukturen zu überprüfen und neu festzulegen. Hintergrund ist ein Unbundling-Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem letzten Jahr. Es ist also nicht mehr eine politische Entscheidung, wie hoch die Netzentgelte sind. Das heißt also, Sie fragen mich, wann ändern Sie das Gesetz? Nun, wann ändern Sie das Gesetz? Es ist ja im Parlament, aber ich glaube, nach den Sommerferien wird es beschlossen werden und die Vorbereitung dann Netz- und Geldanpassungen vorzunehmen, laufen natürlich parallel. Vielen Dank. Letzte Nachfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident. In Bezug auf Intel und weil Frau Klöckner die Frage von sozusagen Investitionsstandort angesprochen hat, ist ja zu vernehmen, dass ein zentraler Faktor für das Unternehmen, sich dort in Magdeburg anzusiedeln, eben die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie war. Wenn man jetzt dann sieht, dass sich deswegen Unternehmen zurückhalten, beispielsweise in Bayern zu investieren, weil dort der Ausbau der Erneuerbaren nicht so gut vorangeschritten ist und auch die Netze nicht so gut ausgebaut sind, was tun Sie von Bundesebene, um Herrn Söder und Herrn Aiwanger dabei zu helfen, das selbstverschuldete Problem der Deindustrialisierungsgefahr in Bayern zu lösen? Herr Präsident, Herr Abgeordneter, erst einmal kann ich bestätigen, dass es so ist. Wir haben auch die Batteriefirma Northvolt aus Schweden, die sich für den Standort Heide entschieden hat, nachdem sie europaweit gescannt haben, wo ein interessanter Standort für sie ist. Und sie haben sich aus eben diesem Grund für Heide entschieden. Ein Ort, den ich ja gut kenne, der Präsident auch. Es ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass internationale Konzerne Heide nehmen. Der Grund ist tatsächlich die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Das wissen die Damen und Herren in der Politik oder sie könnten es wissen. Es ist vor allem der Verband der bayerischen Unternehmer, der, glaube ich, der Regierungspartei dort sehr nahe steht, der darauf dringt, dass Bayern sowohl bei Wind wie insgesamt bei erneuerbaren Energien zulegt, weil die verstanden haben, dass das ein Standortvorteil für die zukünftigen Wertschöpfungen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist die Befragung der Bundesregierung beendet. Und ich bedanke mich bei Frau Ministerin Geiwitz und bei Herrn Minister Habeck für die Standfestigkeit, dem Parlament Rede und Antwort gestanden zu haben.